Ach ja, ist das nicht schön hier? Am Arsch der Welt, unter einer Brücke in Dessau. Ja, ne? Wie ihr seht, seht ihr da meine Karre. Das war die einzige Möglichkeit, wo ich parken konnte, da die ganzen Parkplätze besetzt sind. Ist das nicht toll? Danke. Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer. Ja, zu einem neuen Video auf diesem Kanal, zu einem XXL-Video. Und ja, beziehungsweise hallo und herzlich willkommen zu Train Sim Omsi 2. Wir befinden uns gerade hier in Dessau und wir fahren heute von Dessau nach Teltow-Ramradbrücke. Das heißt, wir fahren jetzt gleich mit dem Zug von Dessau nach Bitterfeld. Und von Bitterfeld geht es dann weiter nach Berlin-Südkreuz mit dem ICE 474. Danach geht es dann weiter mit der S25 von Südkreuz nach Teltow-Stadt. Und zum Schluss von Teltow-Stadt mit dem Bus nach Teltow-Ramradbrücke. Das war toll, ne? Und alles heute in einem Video. Ja, Karre ist abgestellt. Ich hoffe, Ordnungsamt meckert da nicht so rum, weil sonst gibt es Ärger. Und ja. Unser Zug fährt um 14:20 Uhr ab. Der Kollege ist noch nicht da. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Und da können wir ruhig mal Richtung Bahnsteig 1 uns begeben. Und ja, das Tolle, was ich wirklich toll finde, ist, dass man vom Bahnsteig 1 nicht auf Bahnsteig 2 kommt, ne? Das hat DTG irgendwie verschissen, ne? Ich meine, Bahnsteig 1 ist ja eigentlich auch in Betrieb, ne? Der fährt manchmal so ein komisches, wie so eine Art Schienenbus, sag ich mal so rum, ne? Und ja, den hat DTG anscheinend ausgelassen. Also, ne? Also, ja, man kommt halt leider hier nicht weiter. Das ist schade. Also müssen wir über die Gleise. Toll, ne? Ja, in diesem Video werde ich heute vieles erzählen. Das heißt auch unter anderem, warum so lange Ruhe war. Aber dazu später, wir haben ja noch genug Zeit. Aber bis unser Zug kommt, dauert es noch ein bisschen. Fahrgäste sind auch schon da, Signal ist noch auf Rot. Ich hoffe, der Kollege hat keine Verspätung, ey, weil die Anzeigetafeln hier am Bahnhof nicht funktionieren. Das ist sehr praktisch, ne? Also, ja. Ja, heißt es warten, ne? Ja. Naja, einen Schluck trinken. So, aber wir können ja mal gucken, was es beim Snackautomaten so gibt. Snack und Trink, trinken, trinken, trinken. Ja, geile Auswahl. Auch toll, dass der Automat nicht geht. So eine Scheiße. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Die Türen schließen automatisch. Ja, schön, dass du es sagst, ne? Aber hier steht kein Zug. Warum sagst du das? Das sagt man, wenn der Zug steht. Aber hey, egal. warum sagst du nicht einfach Achtung, Zugeinfahrt, was weiß ich? Aber hier ist kein Zug weit und breit. Egal. Naja. Gut, dass die Türen automatisch schließen, das kennt man ja sowieso, ne? Ja. Warten, warten, warten. 14:20 Uhr ist Abfahrt in 5 Minuten. Der Kollege ist hoffentlich pünktlich. Wir fahren übrigens heute mit der Baureihe 182, auch bekannt als Taurus. Und ja. Es dauert. Ich sehe ihn immer noch nicht. Der Kollege hat Verspätung. Wenn ich mal wüsste, wie viel Verspätung der hat, weil wir fahren um 15:30 Uhr mit dem ICE weiter.
ist es nicht gut. Das ist gar nicht gut, ne? Die Leute stehen auch schon hier bekloppt rum. Ja, wie gesagt, wir fahren aktuell heute mit einer Taurus, Baureihe 182, mit drei Doppelstockwagen, also Dostos. Aktuell fährt die in der Realität auch als RE13 von Magdeburg Hauptbahnhof nach Leipzig Hauptbahnhof mit drei Dostos und eine Baureihe 146.0. Normalerweise ist Hamsterbetrieb auf der Linie, aber momentan ist 146er Betrieb mit Dostos. Bestimmt Hamstermangel oder so, keine Ahnung. Was mir aber aufgefallen ist, dass momentan von Magdeburg aus keine Regionalbahn mehr fährt Richtung Leipzig, Connewitz, ne? Oder Stütteritz, what auch immer. Ich habe das Gefühl, dass die S2 quasi nach Magdeburg gar nicht mehr verkehrt, so richtig. Aber da kommt schon unser Zug. Und hey, wir haben nur noch 3 Minuten. Hä? Wieso ist der Stromabnehmer unten? Warum hast du den Stromabnehmer gesenkt? Bist du bescheuert? Ach doch, jetzt. Lol. Oh, noch den falschen Boden. Ist das dein Ernst? Kollege. Also, immerhin hat er gut angehalten. Immerhin etwas. So. So, raus mit dir. So. Türfreigabe rein. Zack, Tür geöffnet. Sind die jetzt offen? Jo. Alles muss man selber machen. So, dann machen wir es halt selber. Hey. Stellen wir ihn auf Nummer 2. Wir sind im Führerstand 1, ne? Interessant, was hier abgeht. So, PZB an. Keine Ahnung, warum der Kollege ohne PZB fuhr. Aber er kann es anscheinend, ne? So, Stromabnehmer wieder heben. Und Hauptschalter rein. Zugsammelschiene an. So, die ist an. Gut. Wagenbeleuchtung an. Hat der Kollege auch noch vergessen. So ein Affe, ey. Der gibt eine Abmahnung, mein Freund. Jo, das Licht. Wir brauchen Licht. Warum steht ihr einfach hier doof rum? Ihr könnt doch einsteigen. Seid ihr so doof? Egal. So. Wir brauchen noch Zugsicherungssystem. Die SIFA. So. Das zu. Fenster auf. Hinsetzen. So, Display schalten wir auf dunkel. Wir haben eh noch HP0. Ja, dann sind wir eigentlich fertig, ne? So. War denn nochmal die Instrumentenbeleuchtung? Spiel? Nein, nein, nein. Kann man doch eh nichts einstellen. Wozu diese Belegung? Scheibenwischer? Nee. Brauchen wir die AFB? Ja. AFB. 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 Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. So. Ich glaube, mit 120 haben wir auch Ausfahrt. Toll, jetzt lädt er erst. Ah. Das verstehe ich nie bei Transim World. Ah ne, die stehen immer noch draußen rum. Geil, ne? Ah. Wollen sie bestimmt nach Magdeburg. Der kommt da eigentlich von Gleis 2, aber ist nicht mein Bier. Türen schließen, Abfahrt. Ich mach mir da keinen Kopf. So, dann
Warten Sie bis ein. Nee, wir haben noch nicht mal Abfahrt. Egal. Lassen wir es einfach so. Hat keiner gemerkt. Ich dachte, wir hätten 14. 20 Abfahrt, aber es ist 21. Aber eigentlich könnten wir theoretisch ja schon abfahren, pünktlich 21. Aber nein, es muss ja nach Sekunden gehen, den TSW. Versteht einer den Sinn. So, Strom hat nämlich mal richtig gehoben, so wie es sein sollte. Ist denn hinten? Ja, hinten ist auch Licht. Sehr gut. S2 nach Markleberg-Gaschwitz. Ja, das ist schön, ne? So, dann wollen wir mal abfahren, ne? Auf geht's. Richtung Bitterfeld. In Bitterfeld übernimmt der Kollege. Zugbeeinflussung. Herzlich willkommen an Bord der S-Bahn Mitteldeutschland auf der Fahrt von Dessau Hauptbahnhof nach Leipzig-Connewitz über Dessau Süd, Ragun, Jesnitz, Wolfen, Repin, Bitterfeld, Delitzsch Unterer Bahnhof, Schorter, Rackwitz, Leipzig-Messe, Leipzig-Nord, Leipzig-Hauptbahnhof, Markt, Wilhelm-Neuschner-Platz, Bayerischer Bahnhof und MDR. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste planmäßige Halt ist Dessau-Süd. Servus. Ja, ja, ja. Schön, dass er alle Zwischenhalte aufsagen tut, ne? Aber egal. Was soll's. Wenn man Langeweile hat, ne? So. Ich hoffe, ich brauche keinen Bockmist. Ich bin lange nicht mal gefahren. Ich darf bloß nicht die Bahn erfahren, ne? Also, dann kriege ich Ärger und das wollen wir ja nicht. Nee, das ist. Das wäre doof, ne? Dessau Süd, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Dessau Süd, doors opening on the right. Ja, 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 so ist es, ne? Start mit der Hamsterbacke, schön mit der Taurus, so muss es sein, ne? Hatte keine Lust auf den Hamsterbacke. Die ist in TSW irgendwie, ja, etwas doof, ne? Ja, schade, dass es hier kein großartiges Streckenupdate mehr gab oder so, ne? Beispiel hier dieser Bahnübergang, der sowieso allgemein bescheuert aussieht. Ja, also, oder dass die Leute hier einfach über die Gleise laufen, wenn die Schranken geschlossen sind, dass man viele Selbstmörder hat. Das ist ganz toll, ne? Also TSW ist wirklich so ein Selbstmordsimulator hier. Da kann so Leute umfahren ohne Ende. Naja, egal. So, kommen wir nun zum Stehen. Tür war ich halt rein und Türen auf. Ja, perfekt. Ja. Fahrgastfreundlich gehalten natürlich. Ne? So muss es sein. So. Ja, Transombot 2 wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt, was ja ab August rauskommt. Ich persönlich freue mich schon drauf, ne?
was sich so geändert hat. Transom World ist ja, Transom World 2 ist ja quasi so ein eigenes Spiel. Ist quasi wie OMSI 1, wo danach OMSI 2 kam, ne? Also bin mal sehr gespannt. Und es sollen ja auch alle Add-ons übernommen werden, also alles, was man in TSW 2 gekauft, TSW 1 gekauft hat oder TSW 2020 gekauft hat, soll man in TSW 2 auch nutzen können. Finde ich super und ich bin noch sehr gespannt. Vor allem bin ich auch auf die Strecke Köln-Aachen gespannt. Wobei, ja, ein bisschen rummeckern muss ich ja, weil ich habe jetzt, es gab ja mal einen Livestream dazu, konnte ich aber aus gesundheitlichen Gründen nicht gucken, habe ich auch nicht geguckt. Es gab auch eine Zusammenfassung, Reiseform habe ich mir noch nicht gründlich durchgelesen. Aber es soll ja auf jeden Fall LZB gehen. Finde ich schon mal gut, brauchst du natürlich auch, um richtig durchzudüsen. Aber wo ich ein bisschen meckere ist, ich habe zwar Bilder gesehen, ich habe aber bisher noch kein einziges Bild gesehen von den LZB-Kabeln an den Gleisen. Ich habe wirklich kein Bild davon gesehen, wo ich LZB-Kabel sehe am Gleis. Ne? Weil wenn du LZB hast, dann brauchst du auch eine Strecke, wo ein Gleis ist mit einem LZB-Kabel. Entweder habe ich die Bilder verpasst, die sie schon mal gezeigt worden sind, oder die haben sie halt noch nie gezeigt, oder es wird kein LZB-Kabel geben. Ne? Ich weiß nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da was gesehen habt, aber ich habe da bisher noch nichts gesehen. Bin mal wirklich auf eure Meinung gespannt, auch allgemein, wie die Grafik dann so ist, wie es dann performancemäßig läuft. Bin ich sehr gespannt. Und ob man die Hamsterbacke verbessert hat. Da bin ich auch sehr gespannt. Da sollen ja neue Soundaufnahmen dabei sein. Von der Hamsterbacke in der Realität. Ja. Aber wenn ich mir das so vergleiche mit der Baureihe 400, war das 422? 400, ja, 422, glaube ich, oder? Der hieß ja auch realistische Sounds und bla bla bla. Und was hast du in TSW bekommen? Pustekuchen, ne? Also war ich jetzt nicht so beeindruckt vom Sound her, ne? Fand ich schade, aber na gut. Was willst du machen? Bin auf jeden Fall sehr gespannt darüber. Auch über das neue System, also allgemein auch über den Editor. Wobei mich der Editor, naja, beeindruckt mich wirklich überhaupt nicht. Ja, also du kannst dir maximal eine Begrenzung von 30 eigenen Aufgaben, ne, 30 Szenarien. Also du kannst wirklich nur 30 Szenarien erstellen, selber. Ob man die hochladen kann, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber, ja, also wenn man so von den Bildern sieht, klickst du einfach nur den Bahnhof an, den Bahnhof an und den Bahnhof an und fertig, ne? Finde ich jetzt nicht so toll, sagen wir es mal so. Also da ist der Train-Simulator schon deutlich im Vorsprung. Ja, also ich verstehe nicht, warum man das nicht in Train-Sim World hinkriegt, ja. Also das ist mir ein Rätsel, aber gut. Was mir aber auch nicht so gefällt ist, irgendjemand hatte mal gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwo drin steht, dass man kein Szenario bauen kann, wo du hin und zurück fährst. Du kannst wirklich nur eine Aufgabe bauen, wo du hinfährst und dann ist Ende. Finde ich auch nicht toll. Ja, weil ich liebe Szenarien, wo du hin, zurück fährst. Hin, zurück fährst. Ne? So wie in der Realität halt. Ne? Aber wenn ich da so höre, ja, du kannst dann halt nur Szenario bauen, wo du nur eine Hintour fährst und eine Rücktour. Das ist scheiße. Sage ich ganz ehrlich. Ich persönlich finde das scheiße. Weil ich mag sowas nicht. Ich mag halt Szenario, wo du hin und zurück fährst, wo du selber Kopf machen musst. Ja, das finde ich persönlich viel besser. Aber ja, anscheinend ist es nicht möglich. Warum auch immer. Ob das an den KI-Zügen liegt, ich weiß es nicht. Ja, also, servus. Also der Editor im TSW hat mich jetzt nicht so angesprochen, sage ich ganz ehrlich. Und da
bin ich ein deutlicher Train Simulator Fan weiterhin und da werden noch viele sagen, dass der Train Simulator weiterhin noch besser ist. Er liefert ja nicht nur mehr Content, sondern er liefert ja quasi auch mehr Möglichkeiten, dass du quasi Szenarien bauen kannst, wie du es willst. Du kannst ein 8-Stunden-Szenario bauen, wo du hin und her fährst, mit verschiedenen Baustellen platzieren kannst und hast du nicht gesehen, ja. Das ist in These wenig möglich. Finde ich schade, ja. Aber, na gut, kann man halt leider nicht ändern, ne. Aber ich bin trotzdem mal sehr gespannt, auch wie das Fahrverhalten ist vom ICE. Und, ja, mal schauen, ne. Nächste Station. Ragun. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Ragun. Doors opening on the right. Sollen es 14:33 da sein? Ach du heilige Scheiße. Können wir ja noch gemütlich rollen, ne? Was mich dann auch sehr interessieren wird bei der Hamsterbacke, konnte man da aus dem Fenster gucken? Glaube nicht, ne? Bei der Hamsterbacke war es nicht möglich. Dass es möglich ist. Ich glaube, bei der Hamsterbacke konntest du nicht aus dem Fenster gucken. Da musstest du extra die Türklappe aufmachen. Ja, das ist auch so ein Kritikpunkt, was ich überhaupt nicht mag. Dass du nicht aus dem Fenster gucken kannst. Naja. Dann guck mal da drüben schon wieder. Schon wieder ein Bahnübergang, wo die Leute einfach rüberlatschen. Ja? Guckt euch diese Vollidioten an. Diese ganzen Selbstmörder, das ist doch furchtbar. Das Problem mit diesem Bahnübergang ist ja nicht neu, ne? Das ist ja schon lange bekannt, dass die 2-3 Bahnübergänge einfach ignoriert werden von der KI. Und wurde ja auch schon öfters mal gemeldet. Aber DTG hat sich nicht drum gekümmert. Finde ich schade. Aber gut. Ja. Dann haben wir hier wieder so einen Fall. Hamsterbacke ohne ZZA. Auch toll. Ich glaube, die auf Köln-Aachen soll ZZA mit dabei haben. Bin ich auch mal gespannt. Aber, naja. Da bin ich mal sehr gespannt von DTG. Ob sie das alles hinmoxen. So, wieder hinsetzen. Ach, ich soll bis 34 warten. Scheiß drauf. Was ist 34? In echt fahren sie auch 10 Sekunden früher ab. So. Ja, was mir ebenfalls nicht so ganz gefällt hier in Train the World, ist diese Wartezeit an den Bahnhöfen. Also das ist wirklich, ja. Also da hast du manchmal Szenarien, also wenn du nach einem realen Fahrplan fahren willst, da ist bei einigen Linien, wie bei einer S-Bahn zum Beispiel, ist einfach nicht einzuhalten, wenn du es nach Realität nach getreu fahren willst. Weil die Wartezeiten am Bahnhöfen beträgt meistens immer an jeder Station wie im Train Simulator 35 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, woher DTG diese Schwachsinnsdaten haben. Vielleicht ist es in England so, keine Ahnung. Ja, aber in Deutschland ist hier keine Mindeststandzeit von 35 Sekunden an jeder scheiß Bahnsteig, ne? Wenn du eine S-Bahn siehst oder einen Regionalexpress bei uns, der steht keine 35 Sekunden, der hält an und nach 20 Sekunden ist er wieder abgefahren, ne? Vor allem, wenn du Verspätung hast. Also das kann mir keiner erzählen. Zugbeeinflussung. Das kann mir wirklich keiner erzählen. Also diese 35-Sekunden-Marke, das ist echt ätzend, finde ich persönlich. Ja, das merkst du jetzt vor allem auch beim S25-Addon Südast von Train Team Berlin. Ja, wenn du nach realen Fahrplan fahren willst, du kannst die Zeit manchmal nicht einhalten. Das geht einfach nicht.
Station. Yes. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Yes. Doors opening on the right. Das geht einfach nicht, ne? Weil, wenn du die Berliner S-Bahn siehst, die bleibt keine 35 Sekunden stehen. Da brauchst du auch nur Führerscheinsmitfahrten sehen. Dann kannst du genau die Zeit berechnen. Dann stehen sie manchmal nur etwa, keine Ahnung, 17, 18 Sekunden oder sowas. Servus. Und dann fahren sie wieder ab. Wenn du an jedem verkackten Bahnhof 35 Sekunden stehen bleiben musst, dann hast du Verspätung. Dann kannst du den Fahrplan nicht einhalten. Das geht nicht. Deswegen finde ich es schade, dass es gerade hier in TSW 1 nicht so umgesetzt worden ist wie in WeLife, ne? Dass du blöde 35 Sekunden Wartezeit hast. Finde ich schade. Ich weiß nicht, ob man das in TSW 2 geändert hat. Ja. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn sie so ein System eingeführt hätten, wo du anhältst und das zählt als Punkt. So. Und da musst du dich selber drum kümmern, wie in der Realität. Du musst selber aus dem Fenster gucken und wenn da keine KI mehr einsteigt, dann kannst du die Tür schließen und weiterfahren. Das wäre doch viel besser. Aber du bist immer an diesen blöden 35 Sekunden dran. Das ist echt ätzend. Das hast du nicht mal in Zusi. Ja, gut, an manchen Stationen hast du manchmal schon lange Aufenthalt, ja. Aber sonst hast du manchmal auch nur 10 Sekunden manchmal, habe ich sogar erlebt. Ja, da konntest du gleich die Tür wieder schließen und abfahren. Aber hier die Standard 35 Sekunden Marke ist scheiße. Ja, finde ich scheiße. Deswegen wäre ja mein größter Wunsch, es so umzusetzen, oder dass man die Sekunden verkürzt, dass man nicht so lange warten muss. Aber ja, es bleibt ein Traum. Deswegen bin ich auch froh, dass es ein Train Simulator, ja, dass man es umgehen kann. Sagen wir es mal so. Bestes Beispiel. Ach, guckt euch da. Ach, das ist doch scheiße. Türen schießen. Schießt er jetzt wieder? Nee. Hat er nicht registriert. Jetzt so. Ja, man kann das Ganze ja zum Glück umgehen, dank klasse Payware-Ersteller in Sachen Fahrzeugen. Bestes Beispiel, Baureihe 642, Baureihe 423 von Railworx Austria oder Baureihe 425, ja, von Transim Germany. Da kannst du das Problem hier umgehen. Da kannst du ja die Türen öffnen und schließen, wann und wie du willst, ohne dass der Marker diese 35-Sekunden-Sperre es beeinflussen wird. Weil normalerweise hast du so bei einem Standardfahrzeug oder auch leider beim VR-Fahrzeug, wenn die Türen offen sind, kannst du die auch wirklich erst manuell selber schließen, wenn die 35 Sekunden abgeschlossen sind. Bei den anderen Fahrzeugen, die ich hier gerade genannt habe, ist es so, du kannst die Tür öffnen, kannst sie aber dann selbsttätig selber wieder schließen, egal ob die Zeit noch läuft. Und das finde ich klasse. Und das müsste wirklich bei allen Fahrzeugen sein, ne? Das wäre richtig geil. Nächste Station. Wolfen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Wolfen. Doors opening on the right. Bei der Berliner S-Bahn, S25, ist es ja auch quasi so, ne? Also wenn du in den Bahnhof reinfährst, drückst du die Taste P oder die Taste Plus für Tür links oder Tür rechts als Wahlschalter. Ja. Und dann, ja, drückst du die Taste bei ungefähr 2 km/h und dann gehen die Türen auf, ohne dass diese scheiß 35-Sekunden-Marke aufgeht. Klappt immer. Wenn du die aber zu spät aufmachst, erst zum Stillstand aufmachst, dann ist leider das Problem, dass man die Türen erst dann wieder schließen kann, wenn die 35 Sekunden vorüber sind. Ne? Ist halt schade. Aber falls einige das gerne ausprobieren, ich empfehle euch eins, macht das niemals bei einem Karriere-Szenario.
Wenn er das bei einem Karriere-Szenario macht, dann bekommt ihr sofort die Meldung, dass dieses Szenario gescheitert ist, weil ihr während das B- und Entladen abgefahren seid. Ja. Dann ist die Aufgabe hinüber. Leider. Deswegen immer am besten bei Standard-Szenario, aber niemals bei Karriere. Und natürlich auch ein Tipp, wenn ihr das macht, es muss schon ein Szenario sein, was nicht als Haltepunkt drinne steht in der Aufgabe fürs B- und Entladen. Ne? Es muss halt ein Halt sein, was nicht im Auftrag steht, dann müsst ihr selber quasi gucken. Das mache ich auch immer. Die ganzen Führerstandsbildfahrten mit der S-Bahn, ne, von Sachsen-Anhalt-Strecke, habe ich auch alles so gemacht. Oder mit dem D-Zero. Da habe ich einfach nur also Startziel und Endziel eingegeben mit den Gegenübermarkern. Und keine Station, wo ich was B- und Entladen muss. Es sei denn, es ist halt ein Halt, wo du länger Aufenthalt hast. Da kann man ja sowas machen. Aber sonst nicht. Dadurch kann ich halten und dann gleich weiterfahren, ohne dass ich die 35 Sekunden Marke abwarten muss, weil du einfach den Fahrplan nicht schaffen tust. Aber gut. Fahren wir weiter. Nächster Halt ist Grippin. Wir dürfen 140 fahren. Was wir realistisch gesehen nicht schaffen werden, weil der nächste Halt schon kommt. Nächste Station. Grippin. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Grippin. Doors opening on the right. Ja, für diejenigen, die sich fragen, hey, warum heute so ein langes Video? Ganz einfach. Heute, exakt vor 9 Jahren, war die Kanalgründung und dieser Kanal ist fucking 9 Jahre schon alt und das ist Wahnsinn. Und nächstes Jahr gibt es einen fetten Livestream dazu und deswegen als kleines Geburtstagsspecial heute, weil ich wollte das jetzt nicht so einfach, ja, ignorieren, ne? Weil es schon krass ist, wie schnell die Zeit vergeht und ich kann es einfach nicht glauben, dass es schon 9 Jahre sind. Ne? So lange, wie lange, also dass es schon seit 9 Jahren meinen Kanal gibt. Und wir haben die 6000 Abonnenten-Marke erreicht. Ne? Also auch nochmal ein großes Dankeschön an alle fürs Abonnieren auf jeden Fall. Also ein dickes Dankeschön nochmal. Es wird dazu noch ein Abo-Special geben, aber dazu nachher. So. Sag mal, schwebt die Anzeigetafel da? Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Ah ne, die ist an der Laterne dran. Wie realistisch. Meine Güte. TTG, ey. Wenn ihr schon deutsche Strecken baut, dann macht's doch mal ordentlich. Ihre Heimatstrecken setzen sie immer gut um, ne? Aber wenn es um deutsche Strecken geht, scheißen sie auf alles. Leider. Leider. So, nächster Halt ist Bitterfeld. Und in Bitterfeld haben wir dann Anschluss zum ICE 474, Abfahrt 15:30 Uhr. Ich hoffe, der Kollege ist pünktlich.
kommt nämlich aus Leipzig und fährt planmäßig nach Berlin-Gesundbrunn. Wir werden die Tour nur bis Berlin-Südkreuz übernehmen. Ab dort übernimmt dann der andere Kollege, fährt sie nach Gesundbrunn, macht den Kopf und fährt dann zurück. Darf ich nur noch 120 hier fahren, oder was? Alter, hat sich ja gelohnt. Kannst du nicht mal die 140 rausfahren, richtig? Egal. 60, ach, leck mich doch. Zug beeinflussen. Ich liebe 60. Naja. So, kommt noch ein Vorsignal. Ist aber eigentlich ein Vorsignalwiederholer. Ja, dieses gelbe Blinklicht kann man kaum erkennen, aber naja. Noch ein Vorsignalwiederholer. Und da ist eine 100-Ankündigung. Ich glaube, damals war es so, dass man die bestätigen musste, ne? Mal gucken, ob es den DG gefixt hat. Zug beeinflussen. Ach nee, haben sie nicht gefixt. Ach, fuck you. Ey, das war auch, wurde auch gemeldet, ne? Und dann haben sie damals ein scheiß Update gebracht. Aber darum hat man sich nicht gekümmert, ne? Da sieht man, die Qualität von DTG, die scheißen auf deutsche Sachen. Hauptsache ihre scheiß eigenen Länder haben das Perfekte. Egal. Nächste Station. Bitterfeld. Übergang zur S-Bahn Linie S8 nach Lutherstadt-Wittenberg und zum Fern- und Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Bitterfeld. Change here for regional and intercity train services. Doors opening on the left. Ich will nicht wissen, wie groß die Aufnahmedatei nachher ist. YouTube wird mich killen. So. Türen auf. So, Abfahrt ist um 14 Uhr, ich denke mal 14:50 oder so. So, Lokbremse anziehen. So, machen wir den noch raus, sicherheitshalber. Und dann verlassen wir mal den Zug, denn der Kollege übernimmt hier. Denn wir wollten ja nur nach Bitterfeld, nicht weiter. Und ja, da sind wir. In Bitterfeld. Ja, aber der Kollege Mr. Lokführer ist aber noch nicht da, ne? Toll, jetzt müssen wir echt warten. Können wir nicht einfach abhauen. Wo bleibt denn der? Ich muss auf Klo. Ach, hallo, da bist du ja, oder? Bist du das? Ja, so ein Himmelgefeind kann das sein. Ich weiß es nicht. Naja, schauen wir uns mal ein bisschen in Bitterfeld um. Ich meine, wir haben ja noch Zeit, bis der ICE kommt. Hier gibt es hoffentlich Snacks und Getränke, aber nichts, was man kaufen kann. Ey, das ist doch scheiße. So, hier ist was zum Rauchen. Ich kann es rauchen, aber das hat man leider nicht umgesetzt. Dann fehlen unten noch diese Streifen, diese Markierung, dass du dort rauchen darfst. Ja. Ich finde es immer wieder toll, ne? Die haben nicht die Schrift reingebracht, dass es hier Raucherecke ist, aber Hauptsache die Bahnlogo, ne? Deutsche Bahnlogo. Das ist toll, ne? Ja, wo bleibt denn der Kollege?
Ist das wirklich so hoch? Musst du aber groß sein, damit du oben rankommst. Ach du heiliger Bimbam. Wo ist denn der Kollege? Ah, jetzt ist der Kollege da. Komm, wir sehen auch die Ausfahrt zu. Trainspotting, wisst ihr? Wisst ihr Bescheid? Boah, der fährt aber ruckartig an. Meine Güte. Arrivederci. Ist das schön, ne? Also, aber hast du mich jetzt weggedrängt, du Affe? Was bist du für ein Opfer? Hallo? Junge, ne. Vor allem, ihr steht doch hier rum wie... Alter, ernsthaft. Was macht ihr denn hier? Habt ihr nichts was von Abstand gehört? Das ist ein lesbisches Paar, das sieht man definitiv. Guck mal, wie sie hinten rangeht, ne? Oh ja, ich könnte jetzt schon wieder, ne? Oh. Genau, presse mir den Arsch rein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Gottes Willen. Das Signal ist auch schon lange auf grün. Nee. Nur noch Bekloppte hier. Pff. So, ich muss auf Klo. Komm, wir fahren Fahrstuhl. Fährt nicht. Toll. Ich beschwere mich bei Ottis. Ottis sind ja hier, ist ja Fahrstuhlunternehmen. Ottis. Mal gucken. Wir gucken uns mal schnell die Einfahrt dieses Zuges an. Ne? Hallo. Fährt der dann hin? S2 nach Dessau Hauptbahnhof. Nee, S8 steht da. Servus. Der kommt doch aus Halle, ne? S8? Oh Mann, ey. Die Bremssounds sind scheiße. Der hat ein Panto richtig oben. Hat da hinten auch Zugspitzen nicht an. Ja, hat er. Wenigstens etwas. So, Fahrstuhl geht nicht. Ein ganz toller Bahnhof in Bitterfeld. Ich muss auf Klo. Ja, ich muss auf Klo. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Was haben wir hier? Achtung, Stolperfalle. Das ist aber nicht schön, ne? Ah, toll, hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Menschenmassen, Menschenmassen, Menschenmassen. Cool. Ich muss auf Klo. So kann ich nicht gehen, der fährt gleich ab. Na gut. Naja, egal. Dann gehen wir halt so auf Klo, ne? Ich meine, müsste eigentlich machbar sein, ne? Naja. Was soll's. Naja, während ich jetzt auf Toilette gehe, zeige ich euch mal einen kleinen Ausschnitt, denn ihr wollt nicht sehen, wie ich jetzt auf Klo gehe. Das wäre nicht schön. Und zwar gibt es sehr viele YouTuber in Sachen Train Simulator und ich habe euch mal die drei tollsten rausgesucht, die momentan sehr aktiv sind auf YouTube. Und ich wünsche euch viel Spaß und ich bin erstmal, ne, ihr wisst Bescheid, auf Toilette, weil mein ICE kommt erst um 15.30 Uhr, von daher ist noch ein bisschen Zeit. Also bis gleich. Oh, schnell auf Klo. Während der liebe TrainOmsi-TV eine kurze Pause in Bitterfeld macht, zeige ich euch nun meine Favoriten auf YouTube in Sachen Train-Simulator-Let's Plays bzw. auch Livestreams, wo es sich lohnt, ein Abo zu hinterlassen. Viel Spaß bei der kurzen Empfehlung. Gibt's heute noch weitere TS-Fahrer? Ja, natürlich, mehrere noch. Also TS ist noch lange nicht vorbei, da habe ich noch einiges mit euch vor. Meine Empfehlung,
1, Lord Zwangse. Man sieht es nicht ganz. Eh? Man kennt ihn. Müsst ihr größer machen. Abonnieren lohnt sich. Nein! Jetzt aber in die Eisen. Jetzt aber in die Eisen. Das wird nicht wieder eine Katastrophe. Nein, bitte nicht. Komm. Komm, Schluss, aus, stopp, Anker werfen. Da ist die Zwangse. Oh Mann, ey, hab ich zu spät gesehen. Zwangsbremsung. Alter, was ist los mit mir heute? Ich hab's doch noch gesehen, ich hab's bestätigt, aber so schnell bremsen konnte ich dann auch nicht. Och Mann. Deswegen heiße ich Lord Zwangse, weil ich bin der König der Zwangsen, wie ihr feststellen könnt. Und ja, das ist so. Empfehlung Nummer 2. Mavericks Bastelstube. Wo ist der Kommoderator? Da ist er. Okay. Katzenzwangsbremsung. Ja, die war jetzt der Katze geschuldet, aber es hilft zu nichts. Ich weiß, sie zählt. Eine Katzenzwangsbremsung wieder mal. Oh, da will einer wieder raus. Ja, es war jetzt der Katze geschuldet. Wegen 10 Euro musste mir Max unterhalten. Das ist also. Nein, Maxi zwangsläuft. Lucy war es nicht halt. Katzenzwangsbremsung. Auch wie es überhaupt nicht möglich ist. Dass sich eine Katze dann durch den Türspalt reinzwängt oder sowas. Nein, das kannst du vergessen. Da geht die Katze rein und dann gibt es mal so mit dem Hinterteil und so. Pff. So nach dem Motto: Katzen brauchen einen großen Auftritt. Weißt du, die Tür muss geöffnet werden, der Star betritt den Raum. Das ist nicht schon wieder, da war kein Vorsignal und machen wir runter 25. Was ist denn das wieder für Mist jetzt? Okay. Ich weiß, jetzt kommt wieder 100 Mal zählt, wenn man jetzt einen erklären kann, warum das jetzt schon wieder gewesen ist. Ah, sowas ärgert mich schon wieder. Ich war doch unter 25. Was soll der Mist jetzt schon wieder? Und Empfehlung Nummer 3, zurzeit sehr fleißig mit Videos von Train Simulator, Adriano LP. Habe ich eine Zwangse oder was? Zugbeeinflussung. Mann.
beeinflussen. Ja, ist gut jetzt. Schnauze. Oh, schneller. Anno 25 dürfen wir. Warte. Störung. Mann. So. Ist ja ein rotes Signal. Also müssen wir hier stehen bleiben. Bis wir wieder Fahrt haben. Ach ja. Ja, Toilettengang hat etwas ein bisschen länger gedauert. Ja, ich habe mir noch einen kleinen Snack geholt, ne, weil der Snackautomat in Dessau ja nicht funktionierte. Aber hey, ist doch alles tutti frutti, ne? Naja, egal. Ja, wir sind immer noch im Bitterfeld, ne? Es hat sich nichts passiert. Also die Sonne kommt zwar gerade nur ein bisschen raus, aber sonst ist nichts los. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal die Treppen hoch. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der ICE kommt. Ja, das Signal ist schon auf Fahrt. 160 Richtung Lutherstadt-Wittenberg. Da hinten steht ein Baureihe 89. Nice. Ja, bei der Einblendung eben, ne, da gab es eine kleine technische Störung, ne, war am Ende sollte ja noch was kommen, aber das, aus technischen Gründen war das, ja, leider verpatzt gewesen, ne. Es sollte noch am Ende kommen, dass die empfohlenen Kanäle unten in der Beschreibung aufgelistet sind und, ja, aber gut, Technik halt. So, jetzt stehen wir hier am Bahnhof. Und ich brauche eine Uhr. Ich will gucken, wie spät wir es haben. Und dann können wir ein bisschen Trainspotten, ne? Wir haben es gerade 15.24 Uhr. 15.30 Uhr kommen. 15.32 Uhr Abfahrt. Steht noch eine 189. Da hinten steht ein Talent 2. Eine 101er. Ja, nice. Und hier steht auch noch ein Hamster Backe. Der macht gerade Pause, wie es aussieht. Läuft, ne? Aber gut. So, da steht unser Zug dran. Das ist der ICE 474 nach Berlin Gesundbrunn über Lutherstadt Wittenberg, Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof. In Berlin Südkreuz steigen wir aus, da übernimmt dann der Kollege. Abfahrt planmäßig 15.32 Uhr. Abschnitt 1. Klasse ist bei A und B. Ah, hier. Abschnitt A, Abschnitt B ist erste Klasse, kommt Bord, Restaurant, dann gehen wir nochmal erste Klasse und ab C bis G ist ja zweite Klasse. Ne? Dann gehen wir schon mal zu Abschnitt A. La 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 la. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 15:26, okay. Hatte noch 4 Minuten Zeit. Der kommt ja aus Leipzig. Dann laufen wir mal zu Abschnitt A hin. Meter Züge. H-Tafel. Boah, wie lange ist denn der ICE 4? Fit Plama ist ein ICE 4 lang. Wie lange ist denn der denn? Ist der nicht 400 Meter lang? Ich weiß es nicht. Egal, warten wir noch ein bisschen. Wir haben ja Zeit, ne? Also von daher... Ja, hier ist eine Bushaltestelle. Ja, gibt es noch was Schönes zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Ja, jetzt heißt es nur warten, ne? Warten, warten, warten. Das können wir ja am besten. Ja, Prost. Musst du 50 Cent für den Toilettengang bezahlen. Aber froh, dass ich noch Geld hatte. Ach ja, aber die Toiletten waren okay. Es gibt schlimmere. Wie zum Beispiel in Halberstadt. Ja,
Da gibt es quasi Zugtoiletten. Wenn ihr noch die alten Ex-DR-Dostos kennt. Die Toiletten sehen da genauso aus. Furchtbar. Kommt denn der langsam bei? Der hat erst 30 Ankunft. Das dauert noch. Naja, dann warten wir halt. Noch ist grün. Ist aber sehr schnell grün gegangen, ne? Dürfte eigentlich nicht so weit entfernt sein noch. Hoffe ich. Hör auf zu husten, Mensch. Wir wissen, dass du da bist. Hier ist ja echt nichts los, ne? Ah, da hinten kommt er. Ah, der kommt rein geschlichen. Ja gut, Einfahrt 60 bestimmt, ne? Ich weiß es nicht. Da hinten kommt er, der ICE4. Trainspotting Time. Lass dir ruhig Zeit, ne? Ich meine, wie spät haben wir es denn überhaupt hier? Toll. Ach so, wir haben es 29, ne? Also eine Minute planmäßige Ankunft. Er ist pünktlich. Ah, da kommen schon die ersten Fahrgäste. Die sehen den Zug und können es kaum fassen, dass der pünktlich ist. Das ist schon toll, ne? Ah, oh, herrlich. Ja. Da lässt sich ganz schön viel Zeit hier, ne? Kollege, hier ist Abschnitt A. Ich stehe hier, ne? Kannst dir halten. Hallo, servus. Oh, servus. Nordrhein-Westfalen. Ach, und die Tür geht nicht auf, oder was? Oh, Türstörung oder was? Gehen wir halt hier durch. Meine Güte, ey. Servus, ich löse dich ab. So. Ah. Hat er jetzt abgerüstet? Wieso ist Kinesifa PZB an? Willst du mich verarschen? PZB an. LZB an, Junge, das brauchst du doch. Wie konntest du pünktlich sein? Du schon mit Absicht abgerüstet dafür. Oh, ich hasse solche Menschen, ne? Wieso abrüsten, ey? AFB können wir auch auf 160 stellen. So. Abfahrt 15:32, ne? Genau. So, da hinten sitzt die Frau Zugbegleiterin, die hat gerade nichts zu tun. Ja, hier ist erste Klasse Bereich, sehr schön. Die ICE 4 von 3D-Zug. Ja, noch haben wir Aufenthalt, ne? So, SIFA funktioniert also schon mal gut. Also, das Pedal. Ah, nee. Schließvorgang eingeleitet. Jo. Könne eh nicht aus dem Fenster gucken.
macht die Zugbegleiterin, aber wir machen es trotzdem, weil wir es können. Die Türen sind zu, ja? Ja. So. Boah, ich bin lange nicht mehr mit dem IC4 gefahren. Auf geht's! Zugbeeinflussung. 200 können wir eh noch nicht fahren. Erstens wegen Streckenbeginn. Weil nur 160 angesagt sind und weil wir noch nicht in der LZB sind. So. Auf geht's nach Berlin Südkreuz. Nächster Halt ist dann Lutherstadt Wittenberg. Dann kommt Berlin Südkreuz. Und dann sind wir auch da. 16.20 Uhr. Ja, eine gute Dreiviertelstunde. Das passt. Können wir noch viel labern. Ich habe noch sehr viel Gesprächsstoff dabei, warum es von mir lange nichts mehr zu hören gab, warum dies und warum jenes und hast du nicht gesehen. Aber erstmal einen auf Geschwindigkeitsrausch machen. Ach, wir dürfen doch. Nee, jetzt dürfen wir nur 160, egal. Aber sonst dürfen wir gleich 200 fahren. Naja. Ich weiß nicht, ob die Zugbegleiterin noch eine Einstiegsansage macht für die Fahrgäste, die hier zugestiegen sind. Keine Ahnung. Wird man ja sehen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. So. Ja. Auf jeden Fall dürfen wir 200 fahren. Wir sind noch nicht in der LZB. Und hier ist das Schild für die Aufnahme. Danke. Liebe LZB. Linienzugbeeinflussung. Jetzt brauchen wir uns um nichts mehr kümmern. Wir müssen nur aufpassen, dass nichts passiert. Ja. Der Rest regelt die LZB. Das ist schön. Ja, lange gab es nichts mehr von mir zu hören. Ne? Das hatte viele Gründe. Erstmal wegen Umzug. Ne, und dann blöde Krankheit. Aber fangen wir mal von vorne an. Ja, was war denn überhaupt los mit mir? Es kam eine ganze Weile nichts an Videos. Das hatte auch Gründe, denn erstens wegen Umzug, meine erste eigene Wohnung. Freue ich mich schon total drauf. Ich habe sie schon, bin noch nicht umgezogen. Es war aber sowieso ein ganzes Durcheinander, ein ganzes Chaos. Denn zur Übergabe, Servus. Zur Übergabe der Wohnung, wo ich die Schlüssel bekommen sollte, da war ja ein Treffen mit der Vormieterin. Und wir hatten dann 1:30 einen Termin, es hat geregnet, es war ein toller Tag. Und ja, wir kamen an und die blöde Kuh war nicht da. Tja, und somit haben wir dort keinen Schlüssel bekommen. Toll, durften wir wieder nach Hause latschen, alles umsonst. Ja, das hat nicht nur GWG geärgert, sondern auch dem Hausmeister. Ja, das hat ihn richtig geärgert, man konnte die Frau nicht erreichen und nach einer Woche später hat sie sich dann doch wieder gemeldet, ja, und dann kam es zum neuen Termin und wir haben den Schlüssel bekommen. Ja, mit der besten Ausrede der Welt. Ja, sie meinte dann so, ja, eigentlich darf ich nicht hier sein, weil ich bin hier in Quarantäne in Magdeburg. Stimmt ja auch eigentlich, zu dem Zeitpunkt gab es einige Wohnviertel, die in Quarantäne waren für 2 Wochen. Aber wenn du in Quarantäne bist, ja, dann darfst du auch nicht raus, dann darfst du auch nicht dorthin, normalerweise, ne? Heißt ja nicht umsonst Quarantäne. Ja, aber angeblich konnte sie dahin ohne irgendeinen Nachweis. Ja. Also, das ist unlogisch, ne? Und dann meinte sie dann nur, ja, ich muss in 2 Stunden noch arbeiten gehen, ne? Sie arbeitet ja angeblich in Schönebeck, in einer Eisdiele, ne? Und ich sag mal so, ne? Also, wer in der Quarantäne ist, kann natürlich auch arbeiten gehen, in einer Eisdiele, ne? Mit Kundschaft. Läuft bei der, ne? Ja, also die Frau hat nur gelogen und ja, hat auch noch ihren Müll hinterlassen. Also sie hat es noch nicht mehr geschafft, ihre Sachen komplett aus der Wohnung zu räumen. Das Tolle ist, wir haben uns bei der Wohnung vor 4 Monaten, haben wir sie angeschrieben, vor 4 Monaten war das.
Und sie wollte ja eigentlich auch unbedingt schnell raus. Was ist denn hier kaputt? SIFA. Okay, hier steht ein Güterzug. Er läuft. Bestimmt eine Zwangsbremsung bekommen. Keine Ahnung. Egal. Naja, auf jeden Fall. Ja. Was soll ich sagen? Dann geht es zu. Der wird doch jetzt nicht etwa. Der wird doch nicht hier reinknallen? Kollege, da steht ein Zug. Da steht ein Zug. Da steht ein Zug. Ich will. Mir wird schlecht. Ich traue mich da nicht hinzugucken. Oh weia. Oh weia. Das knallt durch. Oh nein. Ja. Toller Fahrdienstleiter übrigens. Oh, das macht mir jetzt Schweißausbrüche. Alter Falter. Alter, was ist das für ein Szenario hier? Oder krieg ich da Panik, ey? Warum steht der scheiß Zug da? Warum war das Signal auf grün? Oh, Alter. Junge, das macht mich gerade schockierend hier. SIFA. Ja. Auf jeden Fall, ja, was wollte ich sagen? Ja. Sie wollte eigentlich die Wohnung sehr schnell loswerden. Am besten gleich in einem Monat, ne? So schnell wie möglich. Ist ja eigentlich alles okay, ne? Aber das Problem ist, sie hatte 4 fucking Monate Zeit, ihre scheiß Dreckswohnung zu räumen. Stattdessen war es ihr egal. Ne? Also sie hat einige Sachen noch hinterlassen. Unter anderem, ja, ein Sessel, viele Tüten, viele Klamotten und einen vollen Keller. Ne? Sie hatte Zeit, sie hat auch eine Frist bekommen, wo sie es zu entleeren hatte. Hat sie nicht eingehalten, der Hausmeister kam persönlich und hat die Wohnung leergeräumt von den paar Sachen, die sie hinterlassen hat. Das wird für sie zur Rechnung gestellt. Ne? Weil sie bekommt ja noch Geld von der Wohnung. Ich glaube Kaution oder so. Und das wird mit abgezogen. SIFA. Es wurde alles in den Keller gebracht, damit ich eine leere Wohnung hatte. Nun hat sie noch eine Frist bekommen. Sie soll bitte bis den einen Montag bitte alles leerräumen. Den gesamten Keller. Dann sagt sie, hat die GWG einen Auftrag gegeben. Per E-Mail, weil man sie nicht anders erreichen konnte anscheinend. Hat sie geantwortet, ja, mache ich. Pustekuchen. Sie hat es nicht gemacht. Der Keller war voll gemüllt. Also habe ich bei der GWG angerufen und Bescheid gesagt, hey, sie war nicht da, hat den Keller nicht leer geräumt, der ist immer noch voll gemüllt von ihren scheiß Sachen. Im Endeffekt hat dann die GWG eine Firma beauftragt, die den Keller leer räumt. Ne? Und das wird natürlich auch für sie auf Rechnung gesetzt. Das wird teuer. Ja. Nur 2-3 Tagen kam dann eine Firma mit einem Transporter und haben dann endlich den Keller leer geräumt. Und zwar alles leer geräumt, dass nichts mehr da ist von der Ollen. Und haben es weggeschafft. Wird alles von ihr abgezogen. Naja.
auf jeden Fall habe ich jetzt eine gute Wohnung, ja, wo keine Scheiße mehr rumliegt, kein Krempel von der. Die ist komplett leergeräumt. Jetzt können wir auch richtig loslegen. Wochenende kaufen wir noch ein paar Lampen. Ja, weil braucht ja Deckenlampen, ne? Man braucht doch Licht, ne? Ja, und ab Ende August, nicht Ende August, Ende Juli, also nächste Woche, am Donnerstag kommen meine ganzen Möbel, sprich neue Couch, neuer Fernsehschrank, neuer Kleiderschrank, ein riesengroßer neuer Schreibtisch, neuer Schreibtischstuhl, weil mein Vater möchte unbedingt gerne meinen Schreibtischstuhl hier behalten und der ist ja sowieso schwer rauszukriegen, weil es sowieso immer enge war, allein hier runter zu kriegen. Den mussten wir ja im Keller aufbauen und den wollte er unbedingt haben, habe ich gesagt, ja, hatten wir noch einen Schreibtisch, einen richtig geilen Schreibtischstuhl gekauft, quasi, brauchte ich nicht bezahlen. Und Speditionsrechnung, also die Speditionkosten übernimmt auch mein Vater, hat er mir gesagt. Und ja, war ich sehr glücklich. Denn die Spedition bringt ja nicht nur die Sachen, alles auf einen Tag, sondern die bauen auch gleich alles auf. Sprich, die bauen Schreibtisch auf, die Schränke bauen sie auf, den Kleiderschrank bauen sie auf, den Stuhl bauen sie auch auf, den musst du auch noch aufbauen, den kriegst du einfach nicht so serviert. Ne? Und von daher, Donnerstag kommen sie dann. Dann bringen sie alle Sachen rein und bauen auf und ich brauche nur Sprachen. Ja, Kühlschrank habe ich natürlich mir auch schon besorgt. Die Waschmaschine, das sind zwei Sachen, die sind schon da. Von Euronix. Haben sie natürlich schon geliefert und aufgebaut und angeschlossen. Funktioniert doch alles tadellos. Und ja. Sobald dann am Donnerstag die ganzen Sachen, Möbel da sind, aufgebaut sind, werde ich die letzte Nacht quasi in mein Kellerzimmer verbringen. Denn am Freitag kommen die restlichen Sachen zur neuen Wohnung, sprich Computer. Und da wird dann an dem Freitag von 8 bis... Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Lutherstadt-Wittenberg auf Gleis 3. Dieser Zug fährt weiter nach Berlin-Südkreuz, Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Gesundbrunnen. In Lutherstadt-Wittenberg befindet sich der Aufstieg in Fahrtrichtung links und Sie haben dann Anschluss zum RE3. Nach Stralsund Hauptbahnhof, Abfahrt von Gleis 4 um 17.02 Uhr. Ich verabschiede mich bei aller Fahrgäste, die in Lutherstadt-Wittenberg aussteigen. Ja, da haben wir doch einen Fahrzugbegleiter sogar. Mensch, schöne Ansage. Aufgabe zum Szenario findet ihr in der Videobeschreibung. Wie startet ihr denn da von Leipzig, ne? Aber pst. Ja, dann können wir auch gleich weiter erzählen, sobald wir angehalten haben. 48 haben wir Abfahrt dort. Okay. Ich darf mich bloß nicht verbremsen, der hat sauschlechte Bremsen. Will ich ja nur gesagt haben. Wobei er uns eigentlich selber automatisch runterbremst wegen halt erwarten. Ne? Von daher brauchen wir eigentlich nicht selber bremsen. Außer das letzte Stück. Ja, ich erzähl gleich weiter, keine Sorge. Oh, da stehen noch einige Züge. Ein Talent 2, ein ICET. Schön. Oh, ist gerade angekommen. Schön. Und das ruckelt hier. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn hier mit der Performance los? Hat er so viel hingeballert? Ist hier so viel Verkehr? Es läuft ja. Ah, jetzt haben wir auch noch Fahrt. Ach du Scheiße. So, J Richtung Göteborg. Sie fahren. Oh, wir haben ein bisschen zu früh gebremst, würde ich sagen. Naja.
Warum gehen die Türen nicht auf? Haben wir jetzt auch noch eine Türstörung oder was? Ach, willst du mich verarschen? Warum geht die Tür nicht auf? Muss ich zurücksetzen. Federspeicherbremse. Hä? Federspeicherbremse. Störung. 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 Führerraum besetzt. Gott, das ist ein Gerocke hier. Ich muss doch irgendwie die Türen aufkriegen. Türen geöffnet. Das ist ein komischer Bahnhof hier. Ja, Entschuldigung. Scheiß Bahnhof hier, ey. Ob ich hier die Türen nicht entriegeln konnte. Ja, es können doch noch alle raus. Meine Güte, richtet euch doch nicht auf hier, ey. Mann, das hat mich gerade ein bisschen angekotzt. Ja, auf jeden Fall Thema Wohnung. Ne? Also wie gesagt, Kühlschrank und Waschmaschine. Schließvorgang eingeleitet. Ja, ist schön. Kühlschrank und Waschmaschine ist schon da. Ja. Ich war nur ein bisschen geschockt über die Summe, was ich insgesamt ausgegeben habe. Muss ich ehrlich sagen. Weil das war doch sehr teuer. Also ich habe locker über 2500 Euro ausgegeben für Möbel und Geräte. Läuft bei mir. Alles zusammengespart. Und ja, dann beginnt quasi nächste Woche mein Umzug. Und ab Freitag bzw. Samstag die allererste Nacht in der eigenen Wohnung. Ich freue mich drauf. Ne? Und dann geht es natürlich auch weiter mit YouTube. Ne? Deswegen ist jetzt auch erstmal Pause, wegen Umzug bedingt. Heute mal so eine Special-Folge, auch als Lebenszeichen, dass es mich noch gibt. Ne? Und ja. Ich muss mich auch mal wieder zeigen, ne? Aber nichts ist mir egal. Scheiß drauf. Ne? Naja. So ist es halt, ne? Dauert halt ein bisschen länger mit so einem Umzug und wie gesagt, wenn es abgeschlossen ist, gibt es dann wieder zahlreichlich Videos und auch Livestreams. Zu den Livestreams gibt es Änderungen, also es gibt andere Uhrzeiten. Normalerweise habe ich immer einen Livestream um 20.15 Uhr begonnen. In meiner neuen Wohnung ist es dann möglich, dass ich den Stream dann auch früher starten kann, sprich eventuell sagen wir mal so 18.30 Uhr oder 19 Uhr. Aber ich werde dann höchstens nur an Tagen streamen, falls es wirklich auch in der Woche passiert, wo zum Beispiel Mavericks Bastelstube nicht streamt und wo Lord zwangsinnig streamt. Ne? Weil ich kenne viele Leute, die haben auch diese YouTuber abonniert, was sich natürlich lohnt. Und ja, es ist halt ärgerlich, wenn deine Lieblings-YouTuber, wenn du Lieblings-YouTuber hast und die fangen alle an zu streamen, der weißt du nicht, wo guckst du hin. Ja, das ist natürlich beschissen. Und deswegen, ne. Ja, dann gibt es auch noch eine Änderung in Sachen Mitgliedschaft. Das wird dann ab Mitte August kommen. Genauso wie der Discord-Server. Wegen Discord-Server noch eine wichtige Info. Der Discord-Server ist ein reiner Discord-Server. So ähnlich wie bei Mavericks Bastelstube oder Lord Zwangs oder so, ne. Also so ein reiner
quasi so ein reiner Informations-Discord-Server. Da bekommt, wie bei Simogamer TV, sagen wir es mal so. So wie bei Simogamer TV oder beim OVMD-Server. Das ist ein reiner Informations-Server, da findet ihr die aktuellsten Videos. Da könnt ihr chatten, da könnt ihr Bilder austauschen, was auch immer. Es werden auch Moderatoren geben, die stehen schon fest. Also bitte keine Anfragen wegen Moderation auf Discord. Da habe ich schon gekümmert. Keine Angst, es sind keine 10 Moderatoren, es sind, glaube ich, 4-5 Leute. Das reicht, ja. Und mehr brauche ich nicht. Also bitte keine Anfragen. Ey, kann ich Moderator werden? Genauso auf YouTube. Bitte keine Anfragen. Ja, ich habe schon einige Moderatoren entfernt, aber nur diejenigen, die wirklich kaum da sind. Von denen man ein ganzes Jahr nichts mehr gehört hat. Die habe ich alle entfernt. Und falls jemand dabei ist, der entfernt wurde, durch Zufall das Video gerade sieht, nach langem oder halt beim Stream nie dabei war, sei bitte nicht sauer, okay? Ist nichts gegen dich, aber ich habe viel zu viele Moderatoren und ich habe einfach nur noch die wichtigsten Moderatoren ausgewählt, die immer da sind. Und einen Moderator habe ich entfernt, ja. Und da gab es auch meistens so viel Stress und da gab es auch Hintergründe, die will ich einfach nicht nennen im Video. Also wie gesagt, der Discord-Server wird ein reiner Informationsserver, wo ihr viele Infos bekommt über den nächsten Livestream, über das neueste Video und so weiter und so weiter. Die Fertigstellung des Discord ist dann ab August, wenn dann auch mein YouTube-Kanal wieder rund läuft mit neuen Videos und Livestreams. Ab dort wird es dann möglich sein. Thema Gästen in Livestreams. Also, es ist wie folgt, da gibt es auch noch eine Änderung. Die ganzen Livestreams, die ich mache, werden in Zukunft so sein, dass zum Beispiel beim Train Simulator Livestream keiner mit dabei ist. Das heißt, ich bin ganz alleine da und das erhöht natürlich die Chancen, Zwangsbremsung zu kriegen für den Zwangscounter. Ne? Also seid bitte nicht sauer, genießt einfach den Stream natürlich auch mit Facecam. Ne? Unglaublich, aber wahr, mit Facecam. Ja, also seid nicht enttäuscht, dass ich alleine streame. Und in Sachen OMSI, da bin ich auf Discord, aber auf meinem Stamm-Discord. Das ist ein privater Discord-Server. Ja. Und ja, da sind halt die besten Freunde dabei, die kenne ich schon länger, mit denen habe ich oft Kontakt. Und seid ja nicht sauer, dass ich sage, dass keiner auf den Discord kommt. Ja, es sei denn, es gibt noch ein Jubiläum, was weiß ich. Ne? Also seid ihr nicht enttäuscht, ich bin eher so wie bei Lord Zwangse, sagen wir es mal so, oder wie bei Merrick, weil die streamen auch alleine, Servus, und haben nicht täglich neue Gäste dabei, ne? Also seid bitte jetzt nicht enttäuscht, ja, also das ist mir ganz wichtig, dass ich das erwähne, weil viele sagen, oh nee, jetzt bin ich enttäuscht, D-Abo, ja, oder oh nee, du kannst mich nicht leiden. Ich kann euch leiden, ne, aber das Problem ist, wenn ich immer jemanden auf Discord lade. Das Problem hatten wir vor Jahren schon mal gehabt. Teamspeak. Ja. Das Problem ist, wenn du einen Haufen Leute auf dem Discord-Server hast, du kommst nicht zum Lesen. Du kannst Leute nicht direkt beantworten, weil wer anders dann dazwischen redet. Ne? Das ist immer so eine Sache und das stört doch den Zuschauern. Ja. Weil man kommt halt selber nicht hinterher. Ne? Und ein Moderator, der mir die ganzen Chats vorliest, die brauche ich erst recht nicht. Ja, also es kann mal sein, dass ich irgendeine Nachricht mal überlese. Zum Beispiel Adriano LP. Es kann wirklich mal vorkommen. Aber das ist bei den meisten YouTubern so. Schreibt doch mal bei Lord Zwangse was in den Chat. Oder bei Maverick. Es kann doch immer mal vorkommen, dass man diese Person überliest. Ja, weil gerade so viel im Chat geschrieben wird. Also seid nicht gleich sauer. Es kann mal passieren. Das ist überall so. Ihr müsst es einfach mal selber auch mal machen. Ne, dann werdet ihr merken, dass ihr nicht jeden Text lesen könnt. Ne? Ich bin also einer, der liest es sogar im Stream vor. Ja, viele machen das nicht, die lesen es nur leise und sagen dazu nur schon, beantworten sie einfach, ohne den Text laut vorzulesen. Ich lese ihn ja laut vor. Und wenn ich da jemanden übersehe, dann mache ich das nicht mit Absicht. Ja, also ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Das ist passiert halt und kann dann nur sagen, sorry. Dann musst du es halt neu schreiben und dann hast du mehr Glück. Also seid nicht sauer, okay? So.
Dann gibt es noch eine Änderung. Es wird eine neue Mitgliederstufe geben. Dazu aber auch erst im August. Die Mitgliederstufe soll sich dann auch dementsprechend mit lohnen. Ja. Für die Kanalunterstützung. Aber dazu später mehr Infos. Ja. Es wird dann quasi Mitgliedsstufe 4 geben. Aber wie gesagt, dazu gibt es später noch ein Infovideo. Ja, 6000 Abonnenten haben wir auf YouTube erreicht. Ich bin fassungslos, ich konnte es kaum glauben, weil es läuft genauso wie bei Instagram. Ne? Ich habe lange nichts mehr gepostet und ich habe nach 3, 4 oder 5 Monaten nichts posten 500 Follower erreicht. Ja, ich war sprachlos, fürs Nichts. Also auch danke an alle, die mich auf Instagram folgen. Gleich geht auch auf YouTube. Lange nichts los gewesen und ich habe die 6000 Abonnenten-Marke erreicht. Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei euch bedanken. Dazu wird es natürlich auch ein Abo-Special geben. Das Ganze wird aber etwas anders ausfallen als gedacht. Denn ich plane es so, dass das Abo-Special quasi der 24-Stunden-Stream wird. Wie ihr wisst, plane ich ja für den Sommer jetzt einen 24-Stunden-Stream. Der soll dann von Samstag zu Sonntag gehen. Anders geht's nicht. Und ein genaueres Datum steht noch nicht fest. Dieser 24-Stunden-Stream soll automatisch auch das 6000 Abonnenten-Special sein. Ja, weil, habe ich mir gedacht, ist einfach die beste Lösung. Ja. Was bringt es jetzt, einen 24-Stunden-Stream zu machen und dann noch einen 6000 Abo-Special? Da können wir doch alles auf einen Hut machen. Ja. Und da wird es dann auch ordentliche Gewinnspiele geben. Ja, also ich bin dabei, ich werde mir dann einige Sachen besorgen. Dann habt ihr auch beim 24-Stunden-Stream sehr viele Glück, was zu gewinnen. Ja, aber wirklich viele haben Glück. Ne? Wichtig ist halt nur, Teilnahmebedingung ist ab 14 und ja, falls es dazu kommt, dass jemand zweimal gewinnt, dann ist es so, ja, dann ist es so, dann hat diese Person richtig fett Glück, ne, sowas passiert ja öfters mal, dass irgendjemand zweimal gewinnt, ich glaube bei Richie LP hat das auch schon mal jemand geschafft, zweimal was zu gewinnen, dann ist es halt so, ne. Ich bitte aber nur eins, bitte legt euch keine Fake-Accounts an. Ich weiß, viele machen das gerne, Fake-Accounts anzulegen und dann mitzumachen, weil sie halt was ergattern wollen. Ja. Möchte ich nicht. Ja, jeder soll seine Chancen haben und fertig. Okay? So. Ja, wegen dem 24-Stunden-Stream muss ich auch noch was anmerken. Das ist der wahrscheinlich der letzte 24-Stunden-Stream überhaupt auf diesem Kanal. Und ja, ich weiß auch wirklich selber nicht, ob ich den 24-Stunden-Stream packe. Gebe ich auch offen zu. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Falls es dazu kommt, dass ich den 24 Stunden nicht durchhalte, die 24 Stunden, bitte ich um Entschuldigung. Ich meine, viele YouTuber haben schon versucht, einen 24-Stunden-Stream zu machen, haben es aber nicht geschafft. Bestes Beispiel HubiFan. Ich weiß nicht, ob es welche kennen. HubiFan hat über 90.000 Abonnenten. Wobei, was seine Abonnenten angeht, ich weiß nicht. Er hat zwar über 90.000 Abonnenten, aber irgendwie klappt das nicht so richtig mit den Aufrufen und seinen Zuschauerzahlen. Aber egal. Anderes Thema. Er hat auch schon mal einen 24-Stunden-Stream gemacht und er hat es nicht geschafft, weil er eingeschlafen ist. Ne? Ist halt menschlich. Ja, also von daher, falls ihr es nicht schaffen sollte, seid nicht enttäuscht. Ne? Dann noch eine wichtige Info wegen dem 24-Stunden-Stream. Der Stream wird automatisch nach 11 Stunden neu gestartet. Das hat einen wichtigen Hintergrund, denn YouTube speichert maximal nur noch 11 Stunden Stream. Ich glaube 11 Stunden 55 Minuten speichert YouTube nur noch. Wenn ich den 24-Stunden-Stream immer alle 11 Stunden stoppe, hat man auch eine Möglichkeit, dass man eine Stream-Wiederholung hat. Weil ich kann jetzt nicht 24 Stunden aufnehmen. Das würde alles sprengen an Speicher. Und das will ich nicht. Ne?
Deswegen wird es alle 11 Stunden eine Unterbrechung geben von ca. 5 Minuten. Aber ich werde im Stream dann extra so einen Timer einbinden, wo denn die Echtstundenzeit läuft, seit wie vielen Stunden ich quasi aktiv bin. Ja. Gut. Ja, kommen wir nun zum nächsten Thema, warum überhaupt nichts los war. Sonst so, ne? Und zwar, das Thema, was jetzt kommt, das ist eher so ein Thema, es ist ein doofes Thema, sagen wir es mal so, ne? Und hat was mit der Gesundheit zu tun und für diejenigen, die das nicht hören möchten, ne? Die das wirklich nicht hören möchten und lieber nur die Fahrt sehen wollen, dieses blöde Thema aus dem Weg gehen, die können jetzt gerne das Video stumm stellen. Aber, liebe Leute, die es auf stumm stellen, ich mache hier eine Einblendung, die gerade nicht funktioniert. Dann machen wir einen Text hin. So. Go. Das ist der Text Go. Ne, ihr seht die Einblendung, ne? Wenn dieses Go-Zeichen kommt, könnt ihr den Ton wieder anmachen. Ja? Ich lasse ihn jetzt nicht lange eingeblendet dann nachher, aber wenn dieses Schriftzug kommt, dann könnt ihr den Ton wieder anmachen, wenn ihr es nicht vertragen könnt, okay? So. Gut, fangen wir mit dem Thema an. Und zwar, es ist ein doofes Thema, ich weiß, es ist aber menschlich und ich werde es einfach jetzt einfach rummitzeln, ja, was los war. Ich habe seit 6 Wochen Beschwerden. Ja, also, wir sind einfach offen, ich hatte Durchfallprobleme. So, ja, und zwar ganz heftige, immer sauflüssig und Blut, teilweise Blut, leider. Was immer noch ist. Und ich habe in den letzten Wochen Medikamente bekommen. Ich war öfters beim Arzt, habe Medikamente bekommen, die dann helfen sollten, aber sie haben nicht geholfen. Es hat gar nichts geholfen. Leider. Habe den Magenschmerzen ständig bekommen. Ne? Und es war halt kein schönes Erlebnis. Auf jeden Fall, nach gute 4-5 Wochen, hat man sich entschieden, eine Darmspiegelung bei mir zu machen. Es hatte keinen Sinn mehr, man musste reingucken. Ja, und ja, das ging nicht mehr. Da musste man eine Lösung finden. Dann bin ich zum anderen Arzt gegangen. Ich habe eine Überweisung bekommen. Und der hätte mir dann alles erklärt. Da wird ein Schlauch in den Arsch gesteckt. Ist sehr unangenehm, sage ich euch jetzt schon mal. Und bitte, Leute, ich wünsche es keinem, okay? Auf jeden Fall hatte ich einen Termin, ein Vorgespräch. Ich habe so ein Pulver bekommen, so ein Abführmittel, wo dann erstmal alles raus muss. Ich durfte an den Tag nur Suppe essen und nur was Flüssiges trinken. Danach nichts mehr. Ja, damit der Magen schön leer wird. Ja. Auf jeden Fall habe ich das Abführmittel genommen und habe gedacht, oh Scheiße, ich habe so eine Schiss vor diesen Abführmitteln, ne? Weil man weiß, Abführmittel ist ja so beschissen. Es kommt alles raus. Manchmal ist es dann so schlimm, dass du es manchmal gar nicht auf Klo schaffst. Vor allem, wenn du eine Behinderung hast am Knie und dann auch noch 2 Etagen hochlaufen musstest. Ich hatte das tolle Vergnügen. Ich hatte so viel Probleme damit, dass mein Magen schon quasi leer war und ich musste nur einmal aufs Klo. Ich hatte Glück gehabt. Ich hatte so eine Angst, dass ich nicht aufs Klo schaffe. Und ich hatte verdammt nochmal Glück, dass ich nur, dass ich nur einmal aufs Klo musste. Das war wirklich sehr gut. War stolz auf mich. Natürlich hatte ich dann auch nebenbei noch zwischendurch ab und zu mal ein paar Stuhlgänge, 2 Mal nur am nächsten Tag, aber hey. Und ja, da musste ich noch so einen Bogen ausfüllen, ne, ob ich schwanger bin. Ich bin ja keine Frau, habe ich angekreuzt. Nein, ich bin keine Frau.
dann noch andere Daten angeben, ob ich eine OP hatte, ob ich irgendwas mit dem Herzen hat und schieß mich tot. Und dann kam auch auf der einen Seite die Frage, welches Betäubungsmittel möchten Sie gerne verwenden? Es gab so eine 3 Auswahlmöglichkeiten. Ja. Ich habe natürlich das angekreuzt, damit ich schon schlafe. Heißt so ein Medikament. Sollte ich schon eigentlich kriegen, habe ich auch angekreuzt, dass ich einschlafe, dass ich quasi gar nichts mitkriege. Ja. Da war ich eigentlich schon teilweise sehr erleichtert, dass ich nichts mitkriege und in Tiefschlaf falle. Naja, ich habe es ausgefüllt und am nächsten Morgen musste ich mir selber was in den Hintern spritzen. Das war unangenehm. Und zwar habe ich so eine Fläschchen bekommen, da ist so eine Mitte drin. Und ich musste es mir selber in den Arsch stecken und in den Arsch spritzen. Ja, ich musste es mir reinspritzen und nach ca. 5 bis 10 Minuten spürte ich es. Am Vortag hatte man mir schon gesagt, sie müssen auf der Toilette bleiben. Ja. Gut, dass ich geblieben bin. Ja. Es kam ungefähr nach 5 bis 10 Minuten dann raus. Ich musste so dringend auf einmal. Kam die ganze scheiß Flüssigkeit raus mit dem ganzen Rest. Ja, es war nicht schön. Vor allem dieses. Ja. Also. Sag mal so, es war ein Scheißgefühl, wenn du dir Flüssigkeit in den Arsch reinschieben lässt. Es war furchtbar. Und ich war froh, dass es nicht gleich rauskam. Es blieb einfach drin, denn man hat es gemerkt. Es war katastrophal. Ich wünsche es wirklich keinem. Naja, auf jeden Fall habe ich das alles befolgt und dann hatte ich nach 2 Stunden meinen Arzttermin. Ich hatte um 11 Uhr einen Termin. Sollte eigentlich um 11 Uhr drankommen. Ich war 10.45 Uhr da. War halt pünktlich, ne? So, man kam nicht dran um 11.40 Uhr. Ich kam 11.40 Uhr dran und dachte mir nur, geil. Fast eine gute Stunde warten. Und das Schlimme ist beim Warten, man wird immer nervöser, ne? Der Grund war, die waren alle in Zeitverzug. Es kam zu Verzögerung bei der Arztpraxis. Deswegen hatte jeder, der einen Termin hatte, maximal eine Verspätung von ca. 30, 40 Minuten oder so. Die kamen alle zu spät dran. Ich kam dann auch zu spät dran. Als ich 11.40 Uhr dran kam, hatte ich nur noch Schiss bekommen. Vor allem, du musst ja auch noch mit Maske rumsitzen. Ich musste fast eine Stunde im Warteraum sitzen mit Maske und natürlich musst du auch reingehen mit Maske. So, ich bin rein und mir wurde es schon komisch, ne? Also, ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil es ging auf einmal sehr schnell los. Ich sollte meine Kleidung ausziehen. Hab so eine Art komische Hose bekommen, die ich anziehen sollte und sollte mich auf den Tisch legen. Der Arzt kam rein. Und tja. Er meinte nur, jetzt müssen Sie aber schön tapfer sein. Ich dachte, okay. Okay. Er nahm seine Finger und steckte sie erstmal in meinen Arsch rein. Und zwar so richtig. Er sagte dann, er steckte rein und sagte erstmal, also wir müssen uns erstmal einen Weg verschaffen, ne? Rinn damit mit den Fingern. Das war ein Scheißgefühl, das sage ich euch. Ich wünsche es wirklich keinem, ne? Aber, ey, das war ein Scheißgefühl, ne? Wenn er sich erstmal so einen Weg verschaffen muss und er mit seinen Finger reingeht, Finger pro Mexiko, sage ich nur, ne? Grauenvolles Gefühl. Ja, und dann ging es immer schneller los. Dann kam der Schlauch. Und der wurde reingeführt. Es war katastrophal und ich dachte mir nur, Scheiße, wo ist denn meine Kackbetäubung? Ich dachte, ich sollte schlafen. Aber es war zu spät, um noch zu reagieren. Weil der Schlauch steckte schon schnell drin. Weil es ging, wie gesagt, ratzfatz. Weil normalerweise hätten sie nach 20 Minuten schon zu, die Arztpraxis, die schließen aber um 12 Uhr für 2 Stunden. Ja, ich konnte nicht so schnell gucken, ne? Also ich konnte zum Glück nicht gucken. Ich hätte die Möglichkeit gehabt zu gucken, weil
ein bisschen nach rechts geguckt, hätte man den Monitor gesehen. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab da nicht hingeguckt. Das war für mich schon Panik genug, dass er das alles ohne Betäubung gemacht hat. Drin mit dem Schlauch und es war die Qual. Dieses Reingestoppe. Oh, das war ein höllischer Schmerz. Ich wünsche es wirklich keinem. Also, liebe Leute, macht's nicht. Bleibt gesund, bitte. Ich empfehle es keinem, eine so eine scheiß Darmspülung da zu machen. Auf jeden Fall hat er den Schlauch reingesteckt. Und das Schlimmste daran ist, der Schlauch war ja nun drinne. Aber das Allerschlimmste war Luft. Luft ist die Hölle. Ich sag's euch, Luft ist wirklich die Hölle. Er hat immer wieder von seinem komischen Schlauch immer Luft reingelassen, um weiter reinzukommen. Immer weiter reinzukommen, haben so ein paar Fotos gemacht, knips, 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 und immer wieder Luft reingepumpt. Luft ist wirklich die Hölle. Also Luft, ne, also wo er Luft drin gepumpt hat, in meinem Magen, mit dem Schlauch da, ich hatte immer mehr Schmerzen. Je mehr Luft reinkam, desto härter wurde mein Bauch. Ich hatte starke Bauchschmerzen. Und es war der Horror. Es war wirklich der Horror. Ja, auf jeden Fall. Hat er die Luft drin gepumpt. Und nach circa 10 Minuten. Ja, es waren ungefähr 10 Minuten. War er dann fertig. Er hat den Schlauch dann wieder rausgeholt. Hat mir öfters mal Lob gegeben, dass ich sehr gut bin und es sehr tapfer mache und hast nicht gesehen. Ja. Und naja, und wo der Schlauch draußen war, kam dann der Horror. Ich hatte beschissene Bauchschmerzen. Ich hatte wirklich beschissene Bauchschmerzen, weil die Luft ja drinne war. Er hatte die Luft reingemacht. Wo der Schlauch denn draußen war, ist ja die Luft natürlich noch drinne. Und die Luft ist wirklich der Horror. Ich hatte so eine starken Bauchschmerzen. Mein Kreislauf war im Arsch, weil ich auch noch diese scheiß Maske drum hatte. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein, vor allem auch wegen der scheiß Maske, bekommst du kaum Luft. Ja, weil der Raum auch noch pisswarm war. Und wo er fertig war, ist er gegangen und ich habe so eine höllischen Bauchschmerzen gehabt wie noch nie. Ich hatte so eine starken Bauchschmerzen. Ich hatte solche starken Schmerzen, dass mir kotzübel wurde. Ich habe nicht gekotzt, ne, aber mir wurde kotzübel. Ich hatte Kreislaufprobleme ohne Ende auf einmal. Also, es war einfach der Horror. Ja, so. Sollte, danach sollte ich 5 Minuten liegen bleiben. Und ich hatte so eine starken Schmerzen. Und nach 5 Minuten, wo der Arzt reinkam, hat er mir halt gesagt, ja, er hat eine Entzündung gesehen, aber das Weitere werden wir dann dem Befund ihren Hausarzt schicken, weil da stehen in mehreren Infos drin. Und auf jeden Fall ja, nachdem der Arzt gegangen ist, hat er gesagt, jetzt können Sie sich, nachdem der Arzt gegangen ist, kam nach einer Minute die Schwester rein, hat sie gesagt, so Herr Möbel, Sie können sich nun anziehen und können dann gehen. Und dachte, hey, geil, ich darf meine Sachen wieder anziehen. Es war der Horror. Weil ich musste ja bücken, um meine Sachen hochzuheben. Und das waren höllische Schmerzen mit dem Bauch. Ich musste teilweise meine Maske kurz abziehen, das war mir sowas von egal, weil ich habe so ein Kreislaufproblem bekommen. Ich habe kaum Luft bekommen. Es war der Horror. Und auf jeden Fall. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Auf jeden Fall war das nicht so schön. Ja, also es war überhaupt nicht schön. Ich habe dann, wie gesagt, meine Sachen hochgehoben. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Hä? Zugbeeinflussung. Ich hab doch bestätigt, du Affe. Willst du mich verarschen? Zugbeeinflussung. Hat er mich nicht runtergebremst? Das ist doch ein Held, ey. Naja, egal. Auf jeden Fall hatte ich so eine starken Bauchschmerzen. Ich habe dann die Praxis verlassen, habe meinen Vater angerufen, habe gesagt, er soll mich, ich kann mich abholen. Ich habe extra noch gesagt, er soll sich bitte beeilen, weil
Ich bin dann nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Ich konnte kaum stehen. Ich hatte so eine höllischen Bauchschmerzen wie noch nie. Hab geschwitzt und bin ein Bekloppter. Ein paar Meter weiter stand so ein älterer Herr, der hat mich nur dumm angeguckt, ne? Die dachte, was ist denn das für ein Bekloppter? Auf jeden Fall hat man mich die ganze Zeit angestarrt. Ja, war ich. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Berlin-Südkreuz auf Gleis 8. Dieser Zug fährt weiter nach Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen. Und Sie haben dann Anschluss zum S-Bahn-Verkehr der Stadt Berlin und zum RE5 nach Wünsdorf, Waldstadt, Abfahrt vom Gleis 5 um 16.26 Uhr. Zur RE5 nach Berlin-Gesundbrunnen, Abfahrt um 16.33 Uhr vom Gleis 6 und noch zum IC nach Kiel Hauptbahnhof, Abfahrt vom Gleis 8 um 16.36 Uhr. Ich verabschiede mich bei allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Ja, das ist doch sehr schön, ne? Auf jeden Fall hatte ich so eine höllischen Bauchschmerzen wie noch nie, ne? Und ich habe dann zusammengekrümmt, ich war froh, dass mein Vater kam. Bin eingestiegen, hat meinem Vater öfters gesagt, wenn du kotzen musst, sagst du Bescheid, ja? Wenn du kotzen musst, sagst du Bescheid, ne? Ich hatte Angst gehabt, dass ich kotzen muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich zusammengekrümmt, war froh, dass ich dann zu Hause war und ich habe sofort eine Toilette aufgesucht. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich war, auf Toilette zu sein. Meine Toilette wurde mein neuer Heimatort. Meine neue Heimat. Naja. Auf jeden Fall war ich dann auf Klo gewesen. Das Ding ist, ne, Luft muss ja raus. Und naja, Luft musst du rauspupen, rausscheißen, wie auch immer. Du musst Druck ablassen, ne? Ich habe Fenster aufgemacht, habe rumgestöhnt wie so eine wie so ein Bekloppter, als ob ich ein Kind kriegen würde, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann rumgeschissen. Ich hatte so eine richtige Furzattacken bekommen, wie mein ganzes Leben noch nicht. Ich habe noch nie so laut rumgefurzt. Und ich war froh, dass dann immer wieder ein Furz kam, weil immer mehr Luft rausging. Und ich war nach einer Viertelstunde bauchschmerzenfrei. Na, also, ich war froh. Ich war wirklich froh. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, ich wünsche es wirklich keinem, eine Darmspiegelung zu machen. Es ist wirklich, wie gesagt, Horror. Ich wünsche es keinem. Naja, nach einer Woche später war ich dann beim Hausarzt und da kam dann der Bericht raus, dass ich eine Darmentzündung hatte. Das ist ganz toll, ne? Eine schöne Darmentzündung habe ich. Anscheinend schon länger. Und ich habe Anweisungen bekommen, was ich nun noch machen darf. Und zwar Bettruhe, strenge Bettruhe, sehr viel trinken, mehr trinken als sonst, also richtig viel Flüssigkeit trinken. Und was ich ebenfalls bekommen habe, war Suppe essen. Nur Suppe essen. Also nur flüssig trinken und flüssiges Essen, damit das besser wird. So, und da steht der Kollege. Servus. Der wird den Zug jetzt übernehmen. So. Türen geöffnet. Türen geöffnet. Und seht ihr das da hinten? Da hinten ist unsere S-Bahn. Die steht da schon. Die werden wir gleich übernehmen. Und ja, das war jetzt ein sehr langes Gesprächsthema mit mir hier, was bei mir los ist. Auf jeden Fall habe ich eine Darmentzündung und wie gesagt, ich habe viel Bettruhe verordnet bekommen und muss sehr viel trinken und darf momentan nur Suppe essen, was richtig ätzend ist, aber hey, ne? Und ja, soll ich sagen, momentan ist es ja bei mir immer noch so, ne? Also das ist ja wirklich die Woche, wo ich eigentlich noch Bettruhe habe. Heute geht es mir etwas besser, aber wirklich nur etwas. Ich muss mich danach wieder hinlegen, weil ich merke schon,
dass ich mir halt noch ein bisschen, dass ich halt noch etwas schwach bin. Und ich kann euch nur eins sagen: jeden Tag Scheißsuppe essen geht einen auf den Sack. Ich bin froh, dass ich verschiedene Suppen habe, aber jeden Tag fucking Suppe essen, nur trinken und Suppe essen, geht einen auf den Sack. Aber es nützt nichts anderes, weil ich habe immer noch Probleme. Mein Darm ist noch nicht ganz so perfekt, wie es sein sollte. Ich muss noch extra Pulver schlucken für die Darmregulierung gedönst da, ne? Und halt, ja, weiterhin Suppe essen. Weil momentan habe ich immer noch das Problem, dass noch Blut mit rauskommt und das ist halt alles nicht so schön. Naja, was soll man machen, ne? Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum es auch keine neuen Videos gibt oder Livestreams gibt. Deswegen bin ich auch zurzeit gar nicht mehr auf Discord oder in OMSI auf dem Navi zu sehen oder im BBS. Ja, weil es halt gesundheitlich momentan scheiße ist. So. Ja. Der Kollege übernimmt jetzt den Zug hier. Und ich habe mir mal eine kleine kurze Pause verdient, würde ich sagen. Es sieht irgendwie regnerisch aus, aber was ich sagen kann, wir müssen gleich zur S-Bahn. Abfahrt ist um 16.34 Uhr, wir haben 16.22 Uhr. Und da müssen wir auch gleich hin, denn die steht nämlich da hinten. Da steht die S-Bahn. Ist das nicht schön? Ah, herrlich, ne? Ja, währenddessen ich jetzt eine Pause mache, kurz was zu trinken hole und noch einen Kollegen grüße, mit dem unterhalte. Der sollte eigentlich weiterfahren, aber guckt euch den an, der steht immer noch da. Würde ich sagen, mache ich kurz einen Cut, ja, beziehungsweise eine kleine Eigenwerbung. Also bis gleich. Und dann gibt es noch weiteres Gesprächsstoff über Train Simulator und hast du nicht gesehen, ne? Also bis gleich. Tja, der Herr Train OMSI TV ist mal wieder kurz weg. Das ist ja nichts Neues, ne? Unmöglich, dieser Typ. Aber hey, nutzen wir die Zeit für eine kleine Überbrückung. Und zwar auf Instagram. Ja, aktiv bin ich auf Instagram momentan sehr, denn ich lade viele Bilder hoch, die ich momentan habe. Ich habe noch viele weitere Bilder. Und die werden natürlich fleißig auf Instagram hochgeladen. Natürlich sieht man jetzt hier nicht das ultimative Vollbit-Modus, ja. Aber wie gesagt, ich bin fleißig auf Instagram aktiv momentan mit unglaublichen 579 Abonnenten. Erstmal danke dafür. Bisher 241 Beiträge und es werden immer viele weitere Beiträge kommen. Deswegen, wenn ihr gerne mehr Bahnbilder sehen wollt, was ich fotografiert habe, könnt ihr mir gerne ein Abo oder ein Follower da lassen, wie man es nennt bei Instagram. Und oder einfach folgen. Genau, folgen was. Und dann könnt ihr viele Bahnbilder anschauen, die ich fotografiert habe. Ne? Also, wie gesagt, unter Instagram TrainOMSITV und da seht ihr dann die ganzen Bahnbilder, die ich so fotografiert habe auf meiner Trainspotting-Tour. Und nun geht's weiter mit dem Herrn Train OMSI TV und hoffentlich ohne eine Zwischenpause. Also viel Spaß weiterhin. So, ja, ich bin fertig mit Quatschen mit dem Kollegen. Ja, er macht gerade den Zug fertig, hat er gesagt. Alles fahrbereit halt. Und, ja. Wir bleiben hier noch ein bisschen stehen, weil wir haben eh noch nicht Fahrt. Also wir haben noch ein bisschen Puffer, bevor wir da hinten einsteigen. Weil ich will noch seine Ausfahrt mitfilmen, weil wir sind der Trainspotter auch, ne? Und dann möchte ich gerne mal sehen, wie er rausfährt. Und da fährt er auch schon, ne? Da fährt er. Tschüss! Gute Fahrt nach Berlin-Gesundbrunnen. Ist ja nicht weit weg, aber... Ja.
konnte es wenigstens so organisieren, dass er einen kleinen Abschnitt übernimmt, damit ich die S25 übernehmen kann. Und da fährt er auch. Arrivederci, Kollege. Schön. Einfach nur schön. Wunderschön. Tschüss. Und da hinten sitzt immer noch die Frau, ihr seid bekloppt. Naja, egal. Gut, gehen wir mal. Komm ich am besten noch rüber? Muss ich hier hochlaufen? Kommt man. Toll. Kommst du. Komm ich hier überhaupt hoch? Ja. Ich hasse Treppensteigen. Noch höher. Willst du mich verarschen? Sag mal. Wie weit geht's denn noch hoch? Meine Güte. Ja, nu? Das ist realistisch. Habt ihr mich gesehen? Ah, hier ist die Treppe. So, gehen wir mal runter. Lala. Lala. Wow. Wie komme ich denn jetzt? Müssen wir hier lang gehen. Ja, so ist es, ne? Latschen wir durch den Rasen. Hier sind Gullidecke. Die sind aber gefährlich. Die sind hochversetzt, ne? Das ist eine Stolperfalle. Ach, wo ist denn mein Zug? Ach, da. Scheiße, hier ist noch ein Zaun. Ich muss über einen Zaun klettern. Ach, du Scheiße. Ah, ich bin ein Zufall. Ohne einen Doppelzaun mit Zickzack. Oh, gut, dass da kein Zug kommt. So. Oh. Moment mal, da ist die Treppe. Nutzen wir doch die. So. Rennen damit. Ah. War das anstrengend. Türen schließen. So, Batterie an. Hier ist meine Tasche. Habe ich übrigens die ganze Zeit dabei gehabt. Könnt ihr es nochmal betrachten, ne? So. Manchmal zickt es rum. So. Was? Anlage gestört. Spiegel rechte Seite gestört. Spiegel rechte Seite gestört. Ja, ist doch schön. Wir haben übrigens zweimal SIFA. Einmal hier auf dem Fahrpult mit Leertaste und einmal mit Shift-Leertaste. Die untere SIFA. So, machen wir noch Signalleuchten an. Fahrgastraumbeleuchtung können wir auch noch anmachen. So, ich hab's falsch. Fahrgastbeleuchtung bitte an. Dankeschön. So, wir haben Abfahrt um 16.34 Uhr, realer Fahrplan natürlich, am Südkreuz. Eigentlich sind wir abfahrbereit, oder? Ja, ne? Ich hoffe. Ne, noch lange nicht. Ibis. Linie einstellen. Linieeingabe. Linie 25. Umlauf 1. Eingabeziel ist 84. Teltowstadt. Start ist. Nee, 73. 72. 71. 78. 77. Leck mich doch am Arsch. 79? 78. Sag mal, willst du mich verarschen? Anhalterbahnhof? Nee. Tegel? Nein. Doch hier, Südkreuz. So. Jetzt sind wir auch abfahrtbereit. Federspeicherbremse lösen. Teltowstadt.
So. Abfahrt. Ja, das neue Add-on von Train Team Berlin, Baureihe 481 mit der Strecke S25 Südast, ist ein ziemlich geiles Add-on, muss ich wirklich sagen. Also mir macht das Add-on richtig viel Spaß, macht richtig Bock drauf zu fahren und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. So, jetzt haben wir natürlich Verspätung, das ist ganz toll. Oh Mann, ey. Ich liebe Verspätung. So, Instrumentbeleuchtung noch an. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Und ihr seht, es ist klarer geworden. Die Sonne ist rausgekommen. Innerhalb von den 5 Minuten, wo kurz Unterbrechung war. Ist das nicht ein traumhaftes Wetter? So. So, hier ist ZAC, das bedeutet, dass ich quasi selber Service-Pick machen muss. So, machen wir noch die Tür. Hier vorne auf. So. S25 nach Teltowstadt. Ja. Genau. Ne, F10 geht ja nicht. Egal. S25 nach Teltowstadt? Wir können noch nicht abfahren. Oh. Naja, wie gesagt, wirklich ein geiles Add-on. Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Ja. Ich freue mich ja schon auf die auf das Strecken-Add-on von Virtual Tracks. Da soll ja noch noch eine ältere S-Bahn-Baureihe kommen. Baureihe 47 schießt mich tot. Ich kenne sie vom Aussehen her, aber die Baubezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf und ich freue mich schon drauf. Es gab auch schon Bilder. Sieht ziemlich geil aus. Aber ich habe ein bisschen Angst. Nach Teltowstadt. Zurückbleiben bitte. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, wer da unter anderem der Fahrzeugerbauer ist. Und da steht nämlich Niklas Lindner drin. Ne? Das ist dieser tolle Typ mit der Baureihe 146 mit den Dostos. Was immer noch nicht so ganz perfekt ist und was immer noch ein paar Fehler hat. Und das Problem ist halt, er scheißt anscheinend drauf. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall keine neuen Updates oder so. Und ich habe Angst, dass es genauso endet wie bei der 146. Ich hoffe mal, dass da wenigstens bessere Arbeit reingesetzt wird. Ich glaube, der Mike ist nämlich auch noch mit dabei. Von daher glaube ich, müsste es eigentlich noch besser werden, weil wenn Mike dabei ist, dürfte es halt keine Niklas-Qualität sein. Hoffe ich. Weil ich finde das Add-on schon geil von Niklas Lindner, ne? Mit der 146. Aber das Problem ist, er kümmert sich anscheinend nicht mehr dran, die ganzen Probleme zu lösen. Ich weiß es nicht. Nächste Station, Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Das macht mir halt ein bisschen Sorge. Ne? Und von daher habe ich Angst, dass es genauso endet wie bei 146. Aber wenn der Mike mit dabei ist, dann müsste es hoffentlich alles gut laufen. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Strecke für die S25, wo du bis nach Henningsdorf fahren kannst. Ich glaube, du kannst auch einen Teilabschnitt der S1 fahren, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es wird auf jeden Fall geil.
An sich sind wir ein Kurzzug, ne? Oder sind wir ein Halbzug? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die 24 ist doch bestimmt 2/4. Ich weiß es nicht. Boah, ich gebe mich nicht aus. Ich habe mal ein Video gesehen, da hat er immer bei der Haartafel 24x gehalten. Ich weiß aber nicht, was er von der Zuglänge hatte, aber von den Gegenverkehren waren das genauso nur Züge. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ist auf jeden Fall ein geiles Add-on. Ich habe das auch ziemlich oft gesuchtet, wo es rauskam. Ich bin sehr oft freies Spielmodus gefahren. Was ich auch toll finde, ist hier diese Abfertigung per Signal. Ja, also das ist richtig geil. Und ja, ich freue mich drauf auf die Strecke. Das wird richtig geil. Ja, in Train Simulator ist ja momentan auch sehr viel rausgekommen. Neue Strecken-Update für Köln-Koblenz. Version 2, glaube ich, war es, ne? Habe ich leider noch nicht installiert. Der liebe Sven, also nicht der Sven, also Richie LP, ne, nämlich ein anderer Sven, ein guter Kumpel, hat mir einen Link geschickt. So ein Download. Danke nochmal. Habe ich mir leider noch nicht heruntergeladen. Ja. Werde ich aber tun demnächst. Und ich freue mich richtig drauf, dann auch auf der Strecke zu fahren. Also es wird richtig geil. So, 70 Ankündigung. Nächste Station, Südende. So, Ankunft in Teltow Stadt ist 16.51 Uhr. Mal schauen, ob wir da pünktlich ankommen. Komm, wir halten einfach bei Kurzzug. Im Grunde sind wir ja auch im Kurzzug, wenn man das so betrachtet, ne? Aber ich kenne mich halt mit den Haartafeln in Berlin nicht so aus, da muss ich mich mal genau beschäftigen. Ja, das ist halt hier noch so störend. Ich hoffe, dass es beim S25 Strecken-Add-on, dass es hier nicht so ist, weil das ist schon ein sehr großer Abstand zwischen Zug und Bahnsteinkante. Das kannst du keinem zumuten. Ja, definitiv nicht. 60 Ausfahrt. S25 nach Teltow Stadt. Zurückbleiben bitte. Ja, dann gab es auch noch zahlreichlich Updates, unter anderem, dass die Tür gar nicht mehr zugeht. Normalerweise ging es in der ersten Version gleich zu. Nun bleibt sie komplett offen. Was mir aber beim Video aufgefallen ist, dass der Außenspiegel, um zu gucken, direkt beim Anfang gleich zuging. Nach so 2-3 km/h oder so. Ist mir beim Video aufgefallen. Aber ich weiß nicht, wie es heute ist. Das Video war, glaube ich, alt. So. So, 90. Glaube ich, ja. Ich glaube, in echt fahren sie nur 80. Oder war es mal 80? Oder fahren die aktuell nur 80? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hatte was mit dem Bremsweg zu tun. Könnte mich aber auch gerne korrigieren. Oh Mann, das wird knapp. Ankündigung 40. Da hinten ist der Weiche, ne?
ZAT. Zugabfertigung TF, oder? Triebfahrzeugführung, ich weiß es nicht. Ausstieg rechts. S25 nach Teltowstadt. S25 nach Teltowstadt. Ja, ja, ja. 9 Jahre YouTube, ey. Ich werd bekloppt. Ja. Viele neue Freunde kennengelernt. Wahnsinn. Ja, unter anderem. Einen Moment. S25 nach Teltowstadt. Zurückbleiben bitte. Unter anderem natürlich auch viele Zuschauer, ja, die ich kennengelernt habe, ja. Dann auch wirklich wundertolle YouTuber, Freunde teilweise auch, ja. Wo ich einfach mal Danke sagen will. Ja, also ich habe viele neue, nette Menschen kennengelernt, ja. Jetzt in den letzten Jahren habe ich deutlich viele neue Leute kennengelernt, persönlich. Persönlich, aber halt viele neue Leute kennengelernt, die einfach nur klasse sind. Unter anderem wie zum Beispiel Richie LP, ne? Der ist richtig Hammer, der Typ. Und wozu habe ich jetzt 40 bekommen? Hä? Was ist denn jetzt los? Ist das Gleis gesperrt worden? Ach, egal. Ja, unter anderem auch Mavericks Bastelstube kenne ich ja auch schon seit einem guten Jahr, den ich ja verfolge. Mit dem schreibe ich auch auf das mal. Momentan bin ich eher selten am Antworten, weil ich kaum auf Discord bin. Ja, dann Trainfe, dann Max, ja, Currywurst. Dann auch. Sind auch super. Freunde, Jere, also SumoGamer TV, Dennis, Sumolite, dann Dennis mit Doppel-N, dann Doc Ormsi, aka Sascha, oder auch bekannt als Celeb, dann den Felix, dann Knolli, dann Yvonne, ja, den Kevin, den Jan Junior, das sind alles tolle Freunde, ne, also. Ich bin einfach unheimlich dankbar, dass ich diese Person kennenlernen durfte und das sind wirklich, wirklich klasse Menschen. Wirklich. So, jetzt muss man eins vorstellen, weil außerplanmäßig. Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Das war ja nicht geplant, dass wir eigentlich hier lang fahren. Und auf jeden Fall alle, die ich jetzt hier neu kennengelernt habe in der ganzen Zeit, auch die ganzen neuen Zuschauer, die ich kennengelernt habe, die mich auch richtig verfolgen und so. Oder damals den Products CH, ja. Das sind alles tolle Menschen. Ich will einfach noch mal Danke sagen, dass ich euch kennenlernen durfte und ihr seid alles tolle Menschen. Muss man wirklich sagen. Also ein großes Herz geht an alle raus, die ich in der letzten Zeit innerhalb von einem Jahr kennenlernen durfte. Vorher war ich hier öfters immer auf Teamspeak gewesen bei OML. Das ist ja dann auch Geschichte. Das war vor. Wann war ich zuletzt auf Teamspeak? Das war vor 2 Jahren. War das vor 2 Jahren oder ein Jahr? Ich glaube ein Jahr. Ja. Da ist dann mein Opa gestorben im Januar. Am 9. Also nach einer Woche im Januar. Ist halt mein Opa verstorben, bin ich nicht mehr auf Teamspeak gekommen. Habe ich mich zurückgezogen allgemein, habe dann für YouTube geguckt und dann habe ich dann SumoGamer TV gesehen, der dann einen Livestream macht mit Omsi. Und der hat halt immer in Line City gefahren und habe ich gesehen, das Problem war beim immer in Line City von V3D, wenn du die Türen aufmachst, wird der Bus schnell kalt. Ja, also die Temperaturen gingen sowas schnell runter, dass die Fahrgäste beim Einstieg immer meckerten. Dann habe ich gesehen, ey, der hatte die Probleme nicht und die hat er ja dank Dennis nicht mehr gehabt, weil er dieses Problem gelöst hatte. Und ich habe dann immer nachgehakt. Ich habe dann auch diesen Fix bekommen, wofür ich nochmal Danke sagen wollte. Und ja, servus. Dadurch ist es dann gekommen. Durch YouTube.
habe dann einige Kanäle verfolgt, unter anderem auch Celeb, so hieß er ja noch damals, oder Simulite, ja. Und wo sie immer gestreamt hatten, war ich dann immer als Zuschauer dabei, habe dann immer einen Chat geschrieben, die wollten immer, dass ich auf Discord komme. Hat viele Monate gebraucht, ne? Ja, weil ich hatte mit Discord noch nie was zu tun gehabt und dadurch entstand dann halt der Kontakt. Seitdem bin ich halt immer auf deren Discord-Server und es macht unheimlich viel Spaß, mit den Leuten abzuhängen. Das sind wirklich tolle Leute und die will man einfach nicht verlieren. Also auch ein Dankeschön an die ganzen Personen. Ja, einfach nur klasse Menschen. Ne? Ja, so sind dann halt neue Kontakte entstanden, ne? So ist es. Ja, dann kam ja noch dieses Jahr die Schockmeldung des Jahres raus, ne? Der Livestream am 01.01.2020 um 0.30 Uhr, 0.50 Uhr, ne? Da kam dann leider auch die schockierende Meldung, was ich im Chat lesen musste. Ich hatte ja mit Facegame gestreamt, ich war ein bisschen angetrunken gewesen. Und da hieß es dann auf einmal, dass Richie LP nicht mehr da ist. Sein Kanal war weg, er hat sich zurückgezogen, er war überall weg. Das war die schockierendste Meldung überhaupt. Wir wussten einfach nicht, wo er war. Ja, und das war halt scheiße. Das war halt kein schöner Tag. Aber er ist zum Glück wieder zurück und da Lord zwang sie. Ja. Und ich bin auch froh drum. Ja. Er hat sich ja Lord Zwangse genannt, ne? Wobei, ich muss ehrlich gestehen, ich vertrete hier viel besser. Ist nicht böse gemeint, ne? Ist halt so eine Umstellung, ne? Muss man sich auch mal dran gewöhnen. Aber man muss aber auch sagen, dass Richie sich momentan sehr verbessert hat, ne? Servus. Oha, hat kein Zugspitzenlicht. Böse. Er hat sich verbessert. Er bekommt weniger Zwangsen als vorher, habe ich den Eindruck, ne? Ich habe jetzt nicht jeden Stream verfolgt, weil ich lag sehr auf dem Bett und mit Handy YouTube gucken ist scheiße. Sag ich mal so, ne? Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass er zurzeit nicht so viele Zwangsen mehr kriegt wie früher, ne? Habe ich den Eindruck. Also er ist besser geworden. Dann gibt es noch Maverick, ne? Der ist auch richtig cool. Mit seiner Katzenzwangse. Immer sind die anderen schuld. Und ja, der macht doch geile Livestreams über Transport FIFA 2, über Euro Truck Simulator. Ist ein richtig cooler Typ. Ja, ich bin einfach dankbar, dass ich solche Menschen kennenlernen durfte. Ja. Alles tolle Menschen. Und natürlich auch ihr als Zuschauer, die mich unterstützen mit der Mitgliedschaft. Es ist Wahnsinn, dass es Leute gibt, die zahlen jeden Monat Geld für meinen Kanal. Das ist einfach nur Hammer. Ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid echt der Wahnsinn. Also großes Dankeschön nochmal. Und ja, tausend Dank auf jeden Fall. Und wie gesagt, die ganzen Einnahmen gehen natürlich alles für Add-ons, weil es waren ja noch einige Einnahmen dabei von PayPal, aber die gebe ich nicht für meinen Umzug aus, sondern extra für Payware-Add-ons, die in Sachen Train Simulator kommen oder an OMSI. Dann möchte ich mich ebenfalls noch ganz herzlich bedanken an Yvonne und Knolli, auch zwei sehr tolle Menschen, die... Das sind Leute, die mich schockierten, aber nicht im negativen Sinne. Die haben mir Pakete geschickt, es gab auch ein Unboxing-Video, die haben mir insgesamt zwei Pakete geschickt. Und dann haben sie mir
über 100 Euro gespendet. Ich glaube zweimal sogar. Die haben nochmal ihre eigene Top-Donation überdonated. Ja, das sind einfach tolle Menschen. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich hatte noch nie Zuschauer gehabt, die mir Pakete geschickt haben, die mir so eine Freude gemacht haben, und möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken dafür. Also das sind wirklich wunderschöne Menschen und ich möchte den Kontakt auch mit denen nicht verlieren. Es geht auch bei den anderen so. Also alle, die mich unterstützen oder mir was geschenkt haben oder so. Auch an alle Zuschauer, die mir was gespendet haben und so. Ich bin unheimlich dankbar und manchmal auch immer wieder sprachlos, wenn ich immer wieder was bekomme, wie zum Beispiel Trinkgeld oder so. Also ein großes Dankeschön an alle. Ein großes Herz an euch allen. Seid einfach unfassbar geil. Ja. Nächste Station, Teldo-Stadt. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. So, dann können wir ja eigentlich schon mal umschildern. Lol. Ziel 997. Ach ja. Ich vergaß. Warum akzeptiert er das nicht? Ach, fuck you. So. Da steht der andere Kollege, der hat auch gleich Abfahrt. Die fahren die, glaube ich, alle 10 Minuten ab. Und da oben müssen wir gleich hin, dann da steht irgendwo mein Bus. Ne, damit wir zur Rammradbrücke kommen. Ja, wir können nicht einfach mit dem Zug fahren, weil hier ist Kopfbahnhof. Mir geht's nicht weiter. So. So, 3 Minuten Verspätung. Das läuft. Gut, wir sind angekommen. Zack, Federspeicherbremse rein. So. Zack, Schlüssel raus. Der Kollege übernimmt dann hinten. Der ist schon im hinteren Führerstand, denke ich mal. Und jetzt ist erstmal hier 15 Minuten Pause, glaube ich. Und. Ja. Ne? Noch Rollo runter. Zack. Und dann können wir aufstehen. Ja. Oha. Das ist jetzt aber unbequem. So, machen wir mal die Tür wieder zu. Ja, eine genaue Ausführung, wie ich auf YouTube gekommen bin und was ich all die Jahre auf YouTube erlebt habe, wird dann beim 10-jährigen Abo-Special sein. Das wird dann. Es wird ein 10-jähriges Livestream-Special geben, sowie auch ein 10-jähriges Special als Video. Da werde ich dann alles rund um YouTube erzählen. Ne? Das ist halt einfach mal zusammen kurz gefasst, weil ich habe so viele Themen offen. Da blieb halt das Thema YouTube kurz aus, aber ich will mich halt nur nochmal ganz herzlich bei allen bedanken fürs ganze Unterstützen. Und ihr seid alles tolle Menschen. Ne? Also großes Dankeschön nochmal. So, da steht die andere S-Bahn und, eigentlich müsste ich nochmal auf Toilette. Wegen Bauarbeiten zwischen Potsdamer Platz und Nordbahnhof kein Zugverkehr, was du nicht sagst. Ja, dann gehen wir mal auf Toilette, das ist doch glaube ich so ein Betriebshäuschen, oder? Kommt man doch hier rein, oder? Weißt du das? Ich muss auf Klo.
Naja, gehen wir hier rein und damit man diese, damit es natürlich kinderfreundlich bleibt, werde ich diese Szene nicht zeigen, weil man muss nicht zugucken, wie ich auf Klo gehe, oder? Na, also kurze Unterbrechung und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich meinen Bus geholt habe. Na, also, ja, bis gleich. Jetzt schnell auf Klo. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie schwarz. Und damit haben Sie 1000 Punkte verdient. Applaus! Ja, der Herr Twin Omsi TV ist mal wieder nicht da. Das heißt, wir machen nun wieder einen Lückenfüller. Ja, und zwar zeige ich euch nun ein paar empfehlenswerte YouTube-Kanäle in Sachen Omsi 2. Noch ein kleiner Hinweis, vorhin beim Train Simulator, kleiner Tipp, Lord Zwangse macht übrigens auch Omsi 2. Aber gut, fangen wir nun an mit der Kanalempfehlung in Sachen Omsi. Viel Spaß. Sehr vorsichtig, weil das hier eine enge Stelle ist. Kanalempfehlung Nummer 1, Doc Omsi. So. Ach nee, hier will ja keiner ein- und aussteigen, also kann ich es lassen. So. Boah, jetzt wird es richtig schön. Heftig. Also eigentlich meine Lieblingsstelle, weil das hier eine Herausforderung ist und hoffen, dass hier keiner... Ach du, jetzt mache ich ja prophetisch. Nee, das wird nichts. Nee, ich nehme den Bordstein mit. Jupp, ich nehme den. Aber kann ich jetzt nichts machen. Naja. Ja, ich weiß, mit der Kupplung habe ich es heute nicht so. Kann ich nichts machen. Die 50 erlaubt, ich komme dann immer mit 50 an. Talblick. Also ich gebe jetzt hier Vollgas, ne? So. Wenn ich mal hier vorwärts komme. Wieder schön die Türen aufmachen. So. Ja, so ist es, ne? Ja, so ist es, ne? Ja, da kommen sie. Und der andere macht auch ab und zu mal Train Simulator Videos, also für Train Simulator Fans auch lohnenswert vorbeizuschauen. Ich hatte eigentlich mal vor so ein ja, so ein Let's Play einer Karte zu machen, aber von dem ich jetzt noch nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie es so weiterläuft, aber, oh, vielleicht kriege ich da ja noch was Aktuelles raus und dann, zeige ich euch eine andere Karte. Hallo. Die ihr wahrscheinlich kennt, aber neu rauskommt. Ja. Nein, es ist nicht wie eine Launemünde. Ob es daraus was geworden ist, das seht ihr auf seinem Kanal. Kommen wir nun zu den nächsten Vorschlägen. Kommen wir nun zur nächsten Kanalempfehlung. Simogamer TV. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, und das ist jetzt das zweite fiktive Add-on, beziehungsweise die zweite fiktive Karte, die von Halicon kommt. Ne, die erste war ja Rheinhausen gewesen. Und, genau, Bad Hügelsdorf war ja auf jeden Fall eigentlich immer eine Freeware-Karte gewesen. In der V1 haben wir tatsächlich auch noch vor, ja, einigen Monaten sind es auch, glaube ich, mittlerweile wieder her, wo wir auf Bad Hügelsdorf einmal gefahren sind, wo ich das Ganze noch vorgestellt hatte in der Freeware-Version. Läuft. Ja, irgendwas war da gerade im Weg. Anscheinend.
Also beim Kreisverkehr darf man nämlich normalerweise auch fahren, wenn man halt hier die Überlänge hat, allgemein Bus ist, ne, dann darf man natürlich auch mal, wenn das so ein flacher Kreisverkehr ist, drüber fahren, weil es nicht anders zum Teil geht, ne. Aber irgendwas hat da wohl Probleme verursacht, was auch immer. Genau, auf jeden Fall, vorher war das Ganze Freeware gewesen und wurde jetzt zu einer Payware-Karte hier umgestaltet bzw. ausgestaltet etc. Und genau, bei Rheinhausen war es ja eigentlich ähnlich gewesen. Richtig. Übrigens macht er auch nicht nur OMSI 2, natürlich macht er auch Train Simulator 2020. Also für Train Simulator Freunde ist dieser Kanal auch zu empfehlen. Kommen wir nun zum nächsten. Kanalempfehlung. Aber wie Sie sehen, sehen Sie bis jetzt noch schwarz. Das hat einen Grund, denn dieser YouTuber hat viele Namen. Ja, also er hat nicht nur einen Namen, man kennt ihn unter vielen Namen. Mr. 60 FPS, Mr. Digger, Mr. Baustellen-Junkie, Mr. Gras-Junkie, Mr. Zaun-Junkie, Mr. Bäume-Junkie, was auch immer. Ja, es ist halt ein Natur-Junkie, sagen wir es mal so. Ich spreche hiermit zur nächsten Kanalempfehlung in Sachen OMSI 2 und zwar den Namen Simulite. Ja, und auch hier gibt es einen kurzen Überblick, denn Digger ist manchmal ziemlich ey Digger, manchmal gereizt, ey Digger. Und deswegen zeige ich euch ein Video, ey Digger, wo alles rückwärts läuft. Ey Digger, das ist ein super Video gewesen, ey Digger. Und er hat es zum Glück re-uploaded, ey Digger, weil er seinen alten Kanal verloren hatte. Ey Digger, aus, ja, blöden Grund. Auf jeden Fall viel Spaß. Ey Digger. Mach auch besonders, wenn du so sagst, ey, nächstes, sei die Nächte, ich bin ja wahr, ich bin ein Arzt, aber gehst nicht aus, aufbau. Nichts ist auch wichtig, ich bin ein Arzt, aber gehst nicht aus, aufbau. Das ist ja schon vorhanden, die Frau, auch was du schläfst, her, so, ne, was ist, ich will nicht. Fahren und sie leib, so schätze, dann ist noch nicht das, wie ich diesen Morgen noch werden abkämpfen. Okay, verstehe. Ganz, ganz liebste, das Luchs, na gar nicht, also mir mit zurück, wer trotzdem nicht so, ne, was mir, ziemlich sehr interessant, ne? Aber wie hört es sich an auf voller Geschwindigkeit? Lasst uns das mal ausprobieren, bevor wir danach zum letzten Kanal kommen. Mal gucken. Wiedergabegeschwindigkeit auf 2. Mal schauen, wie er sich nun anhört.
Kusmo Hammer von Jelles Naxerich als Hammer gesehen. Na Hammer! Jesus, Ali, Silla, Honav, das ist ja schon vorhanden, wenn du überhaupt nichts abwehrst, man ist mir und nicht mehr, sei die Flitschlitzhafen, hab, geh die Schütze nicht zusammen, keine Werbung, halb, diesen Monja, ja, feier, jetzt, ey, wie bist du, ja, ah, ja, so, er ist ja schon vorhanden, und schon mit diesem Unfassen, hilf! Vorhanden und Silla, komm, ich bin, ach, ja, Silla, gut, das ist dann die Hippen, das ist ja ein Nebo, sei die Mietzies, mal. Hi, Higo, an der Kotram, sehr, ja, geht, tra, sehr, schön, sehr, 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 Ja, das zu Simulite, ne? Also Empfehlungen lohnt sich auch. Findet ihr alles in der Beschreibung. Da soll einer sagen, mein Kanal ist kinderfreundlich. Ich habe gerade gehört, dass der Herr Train Omsi TV so langsam sich an der Standortposition sich wieder hinbegibt, wo er sein sollte. Aber er braucht noch ein bisschen, ne? Deswegen gibt es noch eine Kanalempfehlung. Und wie gesagt, alle Kanäle, die hier empfohlen werden in diesem Video, werden natürlich in der Beschreibung drin stehen und sind natürlich, wenn ich an alle dran gedacht habe, auch auf meinen Kanal verlinkt. Kommen wir nun zu einer nächsten Empfehlung. Was macht er denn überhaupt? Er macht Omsi, er macht Train Simulator, er macht Susi 3. Eigentlich sehr viel, ne? Er macht doch viele Livestreams, ja, und, er ist halt so ein Liebhaber in Train Simulator, in Omsi, und er macht gute Videos, hat momentan 430 Abonnenten, seinen Kanal gibt es schon seit den 23. April 2018, ne, und sein Name ist Dennis. Noch ein Dennis, ne? Also, es ist unfassbar. Er macht gute Videos und er hat mal gesagt, ab 1000 Abonnenten macht er mit Facecam. Also, drückt auf Abonnieren, das wie bei den anderen auch, und dann läuft der Laden, ne? Ja, die Rede ist natürlich von Ein Mensch. Das ist meine letzte bisherige Kanalempfehlung, ja, von den aktiven YouTubern. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere YouTuber, die ich euch empfehlen kann. Wie zum Beispiel Train FW, Matthias FW und. Ja, oder TF Südost, Zugfan 03, Train Gamer, The Train TV. Dann, wen haben wir denn noch hier? Den Road Runner natürlich. Wo war denn der? Wo ist denn hier mein Moderator hin? Natürlich kann man auch noch empfehlen Gamebox T. Ja, also das sind alles YouTuber, die kann ich euch auch empfehlen. Und es sind auf jeden Fall viele Leute dabei, die ich empfehlen kann, aber das passt ja nicht alles in ein Video, deswegen kommen erstmal nur anderen dran. Und natürlich auch, wie mein Moderator, wie ich eben schon sagte, Bahnfreak 98, der macht auch wieder öfters Livestreams über Euro Truck Simulator, über Omsi und so weiter. Kann ich alles empfehlen, ne? Also ich habe eine Menge Auswahl. Aber nun kommen wir nun zu unserer letzten Empfehlung, denn ich habe, wie gesagt, gehört, dass der Herr Train Omsi TV sich auf den Weg macht. Und zwar zu Ein Mensch. Ja, es ist wirklich so, ein Mensch. Es ist nicht nur ein Mensch, sondern es ist der ein Mensch.
Viel Spaß. Fassen wir zusammen. Dieser Junge will hier an der Haltestelle vor der Endstation einsteigen und die Endstation ist ungefähr 200 Meter entfernt. Am ganzen Weg wollte niemand einsteigen, aber jetzt will jemand einsteigen. Ach Gott. Naja. Boah, das sieht doch einfach nur geil aus hier. Lass mich mal kurz an uns vorbeifahren hier. Schön mit der Guderus her. Hui, so. Okay. Was, wie ist das jetzt zu verstehen? Ja, die Folge endet mal wieder mit kompletten Fails hier. Ach. Da ist hier einfach mal die Kirche falsch rum draufgesetzt worden. Okay. Ja. Dann fahre ich da einfach mal durch. Gut, dass die Kollision aus ist. Hier. Okay. Okay, ich bin hier schon oft gefahren. Aber das hatte ich noch nie. Dann weiß ich, was zu tun ist. In die Detour gehen und das Ding mal umdrehen. So, das war's. Wir sind an der Endstation. Da steht die Metro, die U-Bahn. Ne? Könnten wir jetzt umsteigen hier. So, will unser letzter Fahrgast, will der hier aussteigen oder will der jetzt einfach nur zurückfahren? Ach, die wollen hier einsteigen. Ach, jetzt hat er automatisch auf Fernsehturm geschildert. Keine Fahrt, hat er gesagt. Ach, das ist gut. So, hier müssen wir durch die Haltestellenbremse reinhauen, ansonsten holt er uns davon. Was willst du, ein Einzelfahrschein? Eigentlich bin ich hier nicht mehr zuständig. Aber bitteschön. So, Sie Keine wollen Fahrt, auch was? Fahrgäste, 270 bitte. Komm, komm. Eine Kurzstrecke, 1,40 bitte. Dankeschön. Bitteschön. Kurzstrecke für Schüler. Leute. Danke. So, machen wir hier mal zu, sonst wird es eben hier noch kalt. Ja, also das war jetzt ein kurioser Schluss auf jeden Fall. Kann man mal machen, würde ich sagen. Auf jeden Fall endet die Folge hier an dieser Stelle. Ja. Der Bus wird jetzt dann hier wahrscheinlich ein bisschen Pause machen und dann einfach wieder zurückfahren in 9 Minuten. Genau, hier gibt es noch eine kleine Umsteigemöglichkeit zur Metro. Zweiteilige Berliner U-Bahn. Warum nicht? Ja, so ist es, ne? Ja. Laut den Verkehrsbetrieben in Blankwitz konnte man dann erfahren, dass der Herr ein Mensch danach gekündigt wurde bei dem Verkehrsunternehmen, da er gegen eine Mauer gefahren ist und Fahrgäste einsteigen ließ, obwohl er Feierabend hatte. Er hat die Tür zugemacht, abgeschlossen, die Fahrgäste waren drin und konnten nicht mehr raus. Aber hey. Ja, Kanalempfehlung, ein Mensch kann ich nur jedem empfehlen. Also, wenn man die ganze Liste nochmal durchgeht, Lord Zwangse, Mavericks, Bastelstube, Adriano LP, Doc Omsi, Simu Gamer TV, Simulite TV, ein Mensch, Trainefee und viele, viele mehr. Das sind für mich die tollsten YouTuber, die ich so auch abonniert habe. Und ich gucke doch öfters mal gerne rein, wenn ich auch dazu Zeit habe. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal dort vorbeizuschauen und auch ein Abo zu hinterlassen. Ja, ich habe gerade gehört, dass der Herr Train Omsi TV sich mal wieder am Bahnsteig begibt. Ja, beziehungsweise nicht mehr am Bahnsteig, sondern am Bahnhofsvorplatz. Denn er kann nun endlich losfahren, ne? Zum letzten Abschnitt. Unglaublich. Hat auch nur 18 Minuten gedauert, ne? Also er wird immer besser, der Typ, ne? Aber es ist halt typisch Turn am CTV. Man muss mit Verspätung rechnen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt bei dem letzten Abschnitt gute Fahrt Richtung Teltow Ramradbrücke. Viel Spaß. Und bitte, lieber Steven, bitte komm mal heile an. Ich kenne deine Fahrkünste.
Ja. Ja, der Toilettengang hat etwas länger gedauert. Es tut mir leid. Ja. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich den einen oder anderen YouTuber, gezeigt habe als Empfehlung. Ne, ich hoffe, es ist für die ganzen beteiligten Personen in Ordnung. Ne? Und wenn nicht, könnt ihr mich gerne verprügeln. Ja, wir befinden uns ja, wie gesagt, noch in Teltow Stadt. Da drüben ist der Bahnhof. S-Bahn ist momentan nicht da, die sind abgefahren. Ja, so lange war ich auf Klo, tut mir leid. Und nun geht es ja darum, wir müssen ja nach Teltow-Ramradbrücke. Das ist ja unser Ziel, ne? Und da werden wir jetzt auch hinfahren. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal hin. Zwar rückwärts, aber hey. Und hier steht er auch. So. Und zwar ein Prachtstück. Ja. Heute zum 9-Jährigen natürlich ein Prachtstück vom Allerfeinsten. Ein Mercedes-Benz U303 von Perotinos. Und ein spezieller Dank geht natürlich noch raus an Perotinos für dieses geile Update. Denn es kam ja vor ein paar Wochen, ein, zwei Wochen oder so, eine neue Version raus. Und in dieser Version ist es möglich, dass man ein Automatikgetriebe hat. Ja, normalerweise sowas mal Schaltgetriebe. Und ja, Schaltgetriebe leider für mein Knie nicht geeignet, weil ich darf, wenn Führerschein nur mit Automatik, mit Schaltgetriebe macht sich schlecht und das ist für mein Knie gar nicht gut. Das ist immer wieder spürbar. Hab's mal versucht, aber es war eine Katastrophe. Und Automatikgetriebe. Also das automatische Kuppeln in Omsi ist auch nicht so der Burner und von daher habe ich den Bus erstmal links liegen gelassen, bis es endlich natürlich ein Update gab und ich habe mich mega drauf gefreut und ich kann ihn endlich mal richtig in Einsatz nehmen, den wunderschönen O303er, weil ich persönlich finde den Bus richtig hammergeil und den werden wir heute auch fahren. Ja. Steigen wir ein. Aber leider geht die Tür nicht auf. Das heißt, wir müssen uns reinhexen. Egal. Steigen wir ein. So. Oh Gott. Tracker Air. Achso. Irgendwie ist der Tracker eher an. Ja, eigentlich schon, ne? Aber irgendwie. Hallo? Ist der richtig positioniert? Nee, oh nicht. Ach du heiliger Wimmer. Da war mal wieder eine Katze dran. Och, das letzte Mal und eine Katze war auch noch dran. Ja, das läuft. So. Ja, Tracker Air wäre schuld, Doc Omsi und Simulite. Dank denen nutze ich es wieder. Und das macht unheimlich viel Spaß, damit zu fahren. Und ich sehe gerade die Kasse, deswegen sage ich heute mal, da wir Jubiläum haben heute, dürfen die Fahrgäste kostenlos mitfahren. Ich bin halt so ein geiler, spontaner Typ, ne, der sagt, ey, Leute, ihr könnt kostenlos mitfahren. Ja, Fahrplan habe ich ja schon erhalten. Und zwar geht unsere Reise ab 17.25 Uhr weiter. Wir haben es gerade 17.18 Uhr. Und ich muss auch noch sagen, ich bin lange kein Omsi mehr gefahren. Also es wird wahrscheinlich gleich das Katastrophenfahrt. Und egal. So, machen wir mal die Karre an hier. Oh, ist das ein geiler Bus. Mein Hupe. Geil. So, gut, dann müssen wir natürlich auch die Heizung anmachen. Normalerweise, ach komm, wir lassen die Heizung aus. Ich habe natürlich nicht das richtige Wetter dafür, aber das sind Temperaturen, sie sind realistisch momentan.
Deswegen brauchen wir keine Heizung. So, ja, was habe ich denn hier vom Bus bekommen? Sieht doch toll aus. So. Ich merke, er macht sich das manchmal ein bisschen doof bei der F2-Sicht. So. So sieht's doch schon viel besser aus, ne? So, jetzt müssen wir natürlich mit der Hartz-IV, mit dem Hartz-IV-Menü das Ganze eingeben. Wir fahren die Linie 620. 620. Nach Teltow-Ramradbrücke. Das gehen wir mal schnell ein. Hätte man auch vorher machen können, aber das wäre scheiße. Teltow-Ramradbrücke, okay. So. Und das will keiner einsteigen, oder was? Oder stehe ich noch beschissen? Ich glaube, ich stehe noch beschissen. Gott, lange ich den Bus mal gefahren. Ach du Scheiße. Ja, man merkt es vom Feedback. Warum wollen sie nicht einsteigen? Ramradbrücke. Bin doch richtig, oder? Ja, ich bin richtig. Vielleicht muss ich die Uhrzeit vorspulen. Das kann auch sein. Machen wir mal 24. Warum will keiner mit? Das ist Mobbing, ey. Bürgertreff. Das ist doch da hinten. Ich stehe doch richtig, oder? Steht doch 620 nach Wannsee. Vielleicht steigen sie bei Wannsee ein. Ach du Scheiße. Oder? Ich guck mal hier nach. Nee, hier ist gar nichts. Hier ist ja der Ausstieg. Hä? Gibt's hier noch irgendwo Ramradbrücke? Nee, ne? Das ist gerade typisch um sie. Ich könnte manchmal. Machen wir S-Wannsee rein. Ach, bei S-Wannsee wollen sie mit. Ja, das ist halt das, was ich bei Berlin X10 hasse. Du musst da Ziele eingeben, wo du auch wirklich gar nicht ankommst. Das ist der einzige negative Punkt. Hallo. Könnt ihr auch mal grüßen? Mann, und die grüßen mich nicht. Was ist das denn für... Also wirklich mal. Liebe Leute, ne? Ich bin hier ein geiler Bus mit bin der geile Busfahrer hier und ihr begrüßt mich nicht? Also das ist unfreundlich. Das ist unfreundlich. Also, ne, das ist wirklich unfreundlich hier. Ich habe keine Lust auf Mobbing mehr. Nicht heute. So, fahren wir mal los. Ich hoffe, man hört vor das Feedback nicht allzu laut. 620. Eieiei. Mann, ey. Grüßen mich nicht. Das ist typisch, ne? Ah, naja. So, und was macht das Kind? Das bleibt da stehen, oder was? Ja. Ey, du. Was bist du für ein Scheißkind, Alter? Bist du bescheuert? Läufst du über Rot los? Also. Hakt es? Boah, ey, da machte mir das Zugfahren mehr Spaß. Hatte ich nicht so viele Idioten.
Du bleibst stehen. Ach ja, Ansagen gibt's ja nicht in dem Bus. Ich muss rüber. Oh, ich glaube, Omsi hat seine Tage. Na toll. Ausgerechnet heute hat Omsi seine Tage. Das ist echt. Na. Das ist Mobbing. FPS-Werte 16. Hey, wieso habe ich da mehr FPS, als wenn ich nach da gucke? Läuft. Ich glaube, Omsi hat wirklich seine Tage. Ach, Omsi, nicht heute, ey. Vielleicht wird es besser, wenn wir auf einer anderen Kachel sind. Weiß ich nicht. Aber da die Fahrgäste mich nicht begrüßen, jetzt ist es besser. Ja, läuft. Da die Fahrgäste mich nicht begrüßen, werde ich keine Ansagen abspielen hier. Selber sprechen. Nö, sehe ich nicht ein. Ne? Diese Arschgeigen. Scheißhaufen hier. Der fährst du von Dessau nach Teltow. Ja. Um hier Fahrgäste zu transportieren, damit ich die Linie fahre, damit die Linie nicht ausfällt. Und was ist der Dank? Keine Begrüßung. Das ist Mobbing, heißt der? Aber gut, kennt man ja nicht anders, ne? Scheiß Ding. Hallo? Nee. Die könnt mich doch nicht alle verarschen. Könnt mich doch nicht einfach ignorieren hier. Oh Mann, ey. Hallo. Scheiß Kind. Oder liegt es vielleicht an der Buswerbung? Deutsche Bundesbahn? Ich weiß es nicht. Hallo, Servus. Habe ich Verspätung? Ich bin sogar pünktlich in die... Ach, da könnt ihr reden, wa? Aber mich nicht begrüßen, wa? Alter, ihr seid so eine Idioten da hinten. Wisst ihr das? Ihr seid so eine Idioten. Einsteigen nicht begrüßen, aber rummeckern, ne? Ich hab euch im Auge, ey. Meine Güte. So. Blöde Kuh, du kannst aussteigen. Du hast auch gemeckert. Raus mit dir, du blöde Bitch. Nur hopp, raus mit dir. Den ganzen Tag Zeit. Blöde Gesichtsfratze. Begrüßen nicht, aber meckern rum über meinen Fahrstil. Ach, halt doch. Junge, nee. Womit habe ich das verdient? Ja? Kann mir das einer sagen? Womit habe ich das verdient? Also das ist heute definitiv das längste Video, was ich je aufgenommen habe, glaube. Und hochgeladen habe. Das längste Video ever, glaube. Livestreams zählen nicht als Wiederholung, ne? Das ist ja klar.
YouTube bringt mich um. Das sind locker 30 GB, die ich nachher hochlade, Alter. Rekord. Mein persönlicher Rekord. Oh Mann, das wird lange dauern, bis das Video verarbeitet wurde. Aber egal. Sind denn über 3 Stunden? Ja. Du willst nicht mit, dann hast du Pech. Dann verpasst du was. Und wir haben die 3-Stunden-Marke geknackt. Ja, moin. Also wer sich dieses Video komplett anschaut, ne? Respekt. Und ich wette, Herr Nerox schreibt einen Kommentar. Cooles Video. Obwohl es gerade mal ein paar Sekunden online ist. Ja, ja, Herr Nerox. Ich weiß alles. So. Hallo. Ganz ruhig, Steven. Ganz ruhig. Es sind einfach nur scheiß Berliner. Aber nicht alle Berliner sind scheiße. Weil wir sind ein Teltow. Ach, egal. Ich grüße wollen, haben seit Pech gehabt. Mann. Bisschen mehr Freundlichkeit, ein Lächeln im Gesicht. Hallo Busfahrer, wie geht es Ihnen denn so? Aber nein. Vielleicht sollte ich doch wieder auf Bad Tegelsdorf fahren. Da waren die Leute wenigstens freundlich. Hab mich begrüßt und alles, weißt du? Und hier bist du einmal in Berlin unterwegs und du wirst ja nicht begrüßt. Du wirst ja nur angemault, ne? Fährst von Dessau? Ja? Mit dem Zug, ja? Erst mit dem Tausch, dann mit Niedsee und dann mit der Berliner S-Bahn 25, ja? Und dann kommst du hier an, fährst mit einem nostalgischen Bus, schönen alten, ja? Damit die Linie nicht ausfällt. Und was ist der Dank? Du wirst dich begrüßt. So weit sind wir schon, ja? Wirst du angemeckert. Das ist der Dank, ne? Also. Super. Dann hast du noch scheiß Autofahrer, die nicht Auto fahren können. Ja, du bist ja angemeckert. Aber, naja. Ist es halt so, ne? Kann man leider nichts ändern. Und das zum 9. Geburtstag des Kanals. Das ist der Dank. 9 Jahre OMSI. 9 Jahre dieselben Hackfressen. Wirklich, 9 Jahre dieselben Hackfressen. Und das ist der Dank. So, haut ab. Verpisst euch. Ich will euch nie wiedersehen. Raus mit euch. Verpisst euch. Weg da. Kusch. Ich fahr wieder auf Bad Tegelsdorf, ey. Da waren die Leute freundlich. Gibt's doch nicht hier. Machst du die Mühe und keine Sau begrüßt dich hier. Das ist einfach nur abartig. Das ist einfach nur Scheiße von denen. Aber naja. Egal. Schaffe ich noch. So, man hat mir gesagt, ihr sollt den Bus auch gleich parken. Da ja eh morgen abgeholt wird. Und ich habe einen Leihwagen bekommen, wo ich damit dann ins Hotel fahren kann. Und das ist dieser Leihwagen hier. Aber das brauche ich euch nicht zeigen, wie ich
nach Hause fahre zum Hotel. Von daher, das wäre ein bisschen uninteressant. So. So. Ah, wir sind da. So. Dann machen wir mal die Elektrik aus. Das Problem ist... Oh. So. Wir sind angekommen in Teltow. Ramradbrücke von Dessau. Ja, das war jetzt keine so lange Bustour, ich weiß. Aber war ein optimales Ziel und von daher, ja, ihr habt ja gesehen, die Fahrgäste waren einfach nur unfreundlich. Ich hätte es wahrscheinlich nicht ausgehalten, noch eine ganze Stunde zu fahren. Und ja, vielleicht fahren wir ja irgendwann mal nach Berlin Zoologischen Garten von Teltow aus. Ja, wo wir dann mit der S-Bahn fahren und dann die ganze Strecke wieder zurück nach Dessau. Mal gucken. Ja, muss ich mal gucken. Weil die Berliner heißen mich eindeutig willkommen. Wahrscheinlich ist das ja wirklich am Bahnbus, weil es den an der Deutschen Bahn erinnert. Keine Ahnung warum, aber egal. Hier ist mein Leihwagen. Den haben wir ja hier stehen. Ich habe dafür die Schlüssel bekommen und ja, was soll ich sagen? Insteigen und Abfahrt, ne? Na. Was soll's? Das war die letzte Aufnahme aus dem Keller, Zimmer. Und dann nie wieder eine Aufnahme aus dem Keller. Kann sein, dass sich in der neuen Wohnung die Tonqualität etwas verändert. Ich weiß es nicht. Kommt immer auf den Raum an, ne? Und bald heißt es auch schnelleres Internet, 250.000er Leitung und ja, bedanke mich für eure Begleitung als Fahrgast von Dessau nach Teltow und tja, ich fahre jetzt mit dem Bus, mit dem Auto, beziehungsweise beende jetzt OMSI. Ja. OMSI 2 beenden. Wollen Sie wirklich OMSI? Wollen Sie OMSI wirklich beenden? Ja. Das möchte ich. So, jetzt nur noch OBS schließen, zack, und ja, das war's, das war eine XXL-Folge heute, so eine kleine Special-Folge zum 9-jährigen Jubiläum auf meinem Kanal und somit auch die allerletzte Aufnahme aus meinem Kellerzimmer, ja, mit dem tollen Kellerfenster. Ja, die Gardine ist meistens bei den Aufnahmen immer zu, damit die Sonne nicht reinprallt, ja. Da haben wir mein Tracker R, da haben wir die Webcam und da haben wir zwei Monitore. Nummer 1, Nummer 2 und hier ist Nummer 3, was momentan nicht in Betrieb ist. Aus Platzgründen, also man sieht's, es passt nicht komplett so dahinter, wie es sein sollte, aber egal, ne. Ja, die allerletzte Aufnahme somit und ja, hier mein Lenkrad, Tastatur, meine Maus, Stream Deck und Lautsprecher. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ja, bis das nächste Video kommt, dauert noch ein bisschen, es geht ab August weiter. Denn erstmal muss ich wieder richtig gesund werden und dann kommt mein Umzug Ende Juli. Das ist ja nächste Woche. Dann das Ganze einrichten, Internet. Es dauert auch ein paar Tage, dann heißt es erstmal wieder vorproduzieren. Und dann geht es richtig wieder los mit neuen Videos, mit Livestreams,
wo es auch ein paar Änderungen geben wird. Hier ist übrigens mein Mikrofon, ja, mein Mischpult, USB, externe Festplatte, Steckdose und hast nicht gesehen. Und ja, nun heißt es PC herunterfahren und auf Wiedersehen. Aus diesem alten Aufnahmeraum. Und ja, nun ist aus. Außer die Maus. Die ist meistens Standard an. Sobald man sie berührt. Hier ist übrigens eine Logitech, sehe ich selber nichts, G903. Und ja, zum Schluss kann ich euch gerne noch meine Katze zeigen. Die liegt hier gerade im Bett und putzt sich. Ne? Ne? Ja. Die putzt sich gerade. Was man gerade sehr schlecht sehen kann. Aber, naja. Da können wir kurz Abhilfe schaffen. Einen Moment. So, jetzt ist viel besser. Ne, Lucy? Ne? Ja. 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 Hm? Ja, Katzen werde ich natürlich auch vermissen, aber das ist ja klar, ne? Denn die kommen nicht mehr, die bleiben natürlich hier. Und ja, somit wird es auch in Zukunft keine Störung mehr geben oder einen Monitor runterfliegen oder sonst irgendwelche Störungen. Das heißt, das mit der Katzencam hat sich auch erledigt. Ja, und ja. Ist halt so, ne? Natürlich freue ich mich schon auf meine eigenen Wohnung, das ist klar. Gibt viele Verbesserungen, ne? Also ich habe meinen alten Schreibtisch nicht mehr, der bleibt hier. Und ja, dazu kommt ein neuer Schreibtisch, der viel größer ist. Das heißt, es passen auch richtig 3 Monitore hier hin, weil der dritte, sieht man ja, passt nicht so ganz hin. Deswegen viel größerer Schreibtisch, viel mehr Platz. Ich habe einen eigenen Computer-Cinema und ja, wird dann richtig toll laufen. Internet ist sogar noch schneller. Statt einer 100.000er Leitung kriege ich eine 250.000er Leitung. Und ja, das dazu. Aber dazu weitere Infos später, was sich so getan hat. Und ja, ne? Ach ja, eins wollte ich euch noch zeigen. Moment. Für diejenigen, die sich immer fragen, ey, kann ich deine Heizung gewinnen? Nein. Das ist übrigens die Heizung in mein Zimmer. Ja, so sieht das aus. Hier ist ein bisschen leer geräumt. Da stand mal was davor, aber das ist schon unterwegs zur neuen Wohnung. Und das ist die neue Heizung, die hier eingebaut worden ist. Richtig. Technik gedöns da und alles, ne? Sieht man hier. Ja. Das ist die Heizung von Budarus. Da haben ja viele im Livestream immer gesagt, ey, kann ich deine Heizung gewinnen? Weil man die im Hintergrund immer gesehen hat, ne? Hier unten haben wir noch, ja, ein Schlafort der Katzen. Da schläft immer eine Katze immer drinne. Und ja, ne? Das dazu. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Euer Twinomsi TV und bis im August. Ne, Susi? Na? Na? Sie ist schüchtern. Aber sie ist immer hinten, beziehungsweise immer am, ja, am Stuhl oben drauf. Ne? Falls sich mal jemand gefragt hat, hey, wer ist denn am Hintergrund? Das ist die hier. Ne? Ja. Und sie geht. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis im August. Euer Twinomsi TV. Tschüss.